meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, auch Zuschauerinnen und Zuschauer, das hallt hier gewaltig an den Bildschirmen. Wir haben heute eine öffentliche Sitzung des Unterausschusses für die Vereinten Nationen, zivile Krisenprävention und internationale Organisationen aus einem sehr guten Grund. Denn wir haben uns als ersten Tagesordnungspunkt vorgenommen, über 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen zu sprechen. Und ich freue mich, dass für die Bundesregierung Ministerialdirektor Dr. Günther Sauter bei uns ist. Außerdem der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Tim Richter, und die Vorsitzende von UN Women Deutschland, unsere frühere Bundestagskollegin Elke Ferner. Herzlich willkommen Ihnen dreien. Und außerdem freue ich mich natürlich sehr, dass der derzeitige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, aber vor allen Dingen frühere deutsche ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen und Leiter der außenpolitischen Abteilung im Bundeskanzleramt, Dr. Christoph Heusgen, hier ist. Und was ich eben so beiläufig mitbekommen habe, ist, dass mehrere hier von Ihnen, auch Herr Sauter und Herr Heusgen und der Kollege aus dem Auswärtigen Amt, zu dritt alle drei gleichzeitig in New York waren. Das heißt, Sie können uns hier kleine Anekdoten berichten, und da freuen wir uns auch schon drauf. Ich begrüße Sie herzlich und ich danke Ihnen auch, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es ist auch ein anderer als der übliche Zeitpunkt, und das ist nicht zuletzt der Öffentlichkeit dieser Sitzung geschuldet. Wir brauchten einen Raum, in dem die Fernsehkameras laufen, und deshalb haben wir das auf diesem Mittwoch etwas früher verlegt. Und da unsere Zeit knapp bemessen ist, möchte ich Sie alle bitten, sich in Ihren Einführungen auf, sagen wir mal, so 5 Minuten zu beschränken, damit die Kolleginnen und Kollegen auch noch Zeit für Wortmeldungen haben. Und die halten sich gewöhnlich an ihre 2-Minuten-Slots. Insofern bitte ich der Höflichkeit halber zuerst die Bundesregierung. Lieber Herr Dr. Sauter, Sie haben das Wort. Vielen Dank, liebe Frau Grütters, für die Gelegenheit zu diesem Austausch. Uns ist sehr daran gelegen. Deutschland ist vor 50 Jahren den Vereinten Nationen beigetreten. Den Antrag hat die Bundesregierung damals fast auf den Tag genau in dieser Woche im Jahr 1973 gestellt, am 15. Juni. Seinerzeit unter vollkommen anderen Vorzeichen als ein wichtiger Schritt im Zug von Entspannungspolitik auf der Höhe des Kalten Krieges. Heute befinden wir uns in den Vereinten Nationen in einer fundamental anderen Situation. Die nationale Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung vorhin vorgestellt hat, nimmt das auf. Wir haben es, was die VN angeht, doch mit ganz, ganz anderen Herausforderungen zu tun, als das damals 1973 der Fall war. Stichworte: Zum einen haben wir eine ganze Reihe von großen globalen Herausforderungen, was Konflikte angeht, was Klimawandel angeht, Pandemien, weiterhin Fragen zu Entwicklung, eine sehr, sehr lebendige Nord-Süd-Diskussion. Ein zweiter Punkt hat uns seit dem Februar letzten Jahres besonders auf den Nägeln gebrannt. An keinem Ort wird heute die regelbasierte internationale Ordnung, für die die Vereinten Nationen stehen, so herausgefordert wie durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Hier stehen die Vereinten Nationen massiv unter Druck. Ein dritter Punkt, den wir als eine große Herausforderung sehen, ist die aufkeimende, immer stärker sich herausbildende Systemrivalität und der Umstand, dass die große geopolitische Lage sich fundamental geändert hat. Wir sind in einem multipolaren Spiel jetzt, wenn man sich das mal vor Augen hält, gehört dazu auch, dass seit 1973 in der Größenordnung von 50, 60 Staaten der Vereinten Nationen beigetreten sind. Wir glauben, in dieser Lage müssen wir doppelgleisig fahren. Erstens, wir müssen das tun, was wir auch schon von Beginn an getan haben. Wir müssen Verantwortung für die Vereinten Nationen übernehmen. Wir müssen für die Charta, fürs Völkerrecht, für die Menschenrechte einstehen. Wenn es Staaten wie Deutschland nicht tun, wird es keiner tun. Auf unsere Prinzipienfestigkeit kommt es an. Ich glaube, wir liefern in dieser Frage.
die vielen verschiedenen VN-Debatten und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Ukraine im letzten Jahr sind ein ganz zentraler Teil davon. Wir haben hier in diesem Kreis auch darüber diskutiert. Ein zweites Element ist aus meiner Sicht genauso wichtig. In einer multipolaren Realität sind wir weiter zwingend auf europäische Partner angewiesen, auf transatlantische Partner angewiesen. Es wird aber nicht mehr reichen. Wir müssen unsere Partnerschaften darüber hinaus ausweiten. Wir sprechen von globalen Partnerschaften. Auch das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie. Und diesen anderen Staaten, die Verantwortung übernehmen wollen, die einen Anspruch auf Mitsprache haben, müssen wir sagen, wir stehen ein für die Prinzipien, auf denen die Vereinten Nationen stehen. Wir sind aber nicht nur ein Status quo-Land, wir sind ein Antreiber von Fortschritt und Weiterentwicklung. Wir sind ein Teil der Modernisierung der internationalen Ordnung. Klimaschutz, Pandemiebekämpfung, Umgang mit Cyber, künstliche Intelligenz etc. gehören dazu. Dazu gehören auch Fragen wie Sicherheitsratsreform. Ich möchte schließen, indem ich sage, in diesem besonderen Jahr, in dem wir 50 Jahre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen feiern, geht es ums Feiern am allerwenigsten. Es geht mehr ums Arbeiten. Was wir in den nächsten Wochen vorhaben, ist Folgendes. Zum einen wird die Bundesregierung nach der jetzigen Planung sehr, sehr hochrangig in einer sozusagen in Mannschaftsstärke bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen auftreten, um ein Zeichen zu setzen in allen Prozessen, die dort eine Rolle spielen werden in diesem Herbst. Wir werden zweitens als Bundesregierung gemeinsam mit Namibia, also einem wichtigen Partner aus dem Süden, die Debatte, die Vorbereitung zum Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen im nächsten Jahr moderieren. Wir sind drittens in dieser Phase schon ungewöhnlich früh sehr, sehr intensiv dran für unsere Kandidatur für den Sicherheitsrat 2027-2028 zu kämpfen. Ein letzter Punkt, der das Hohe Haus hier betrifft. Es wäre sehr schön, wenn sich Überlegungen, die es, glaube ich, im Bundestag gibt, materialisieren würden, dass wir im September diesen Jahres dann um den Beitrittstag am 18. September rum auch hier im Bundestag noch mal eine Debatte zu diesem wichtigen Thema haben. Ich glaube, es stünde uns gut an. Kleiner Punkt noch, weil heute ja die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt worden ist, weil es in den nächsten Tagen viele Diskussionen darüber geben wird. Die Vereinten Nationen spielen eine ganz entscheidende Rolle dabei. Diese Sicherheitsstrategie bekennt sich dazu, dass wir uns für die regelbasierte internationale Ordnung stark machen. Sie bekennt sich dazu, dass wir stärker in die Beziehung mit globalen Partnern investieren. Sie bekennt sich auch, das ist wichtig, und Bundesministerin Baerbock hat heute dazu im Plenum gesprochen, zur Fortsetzung des deutschen Engagements im Rahmen von internationalen Friedenseinsätzen. Heute ging es im Plenum um UNIFIL. Und letztlich gehört zu dieser Agenda auch, dass wir in der Sicherheitsstrategie einen breiten Begriff von Sicherheit zugrunde legen, der eben Fragen wie Menschenrechte, Frauenrechte, Frau Ferner, Stabilisierungspolitik und vieles mehr mit einbezieht. So viel. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Sauter. Dann gebe ich das Wort direkt weiter an Herrn Tim Richter, den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Herzlichen Dank. Ich darf ganz kurz mich für die Einladung bedanken und die Gelegenheit, hier Ihnen auch gemeinsam über die Arbeit und die Rolle der DGVN, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, zu sprechen. Die DGVN selbst ist 1952 gegründet worden. Insofern bin ich gerade 71 Jahre alt, wenn ich das so im übertragenen Sinne sagen darf. Und insofern wir uns als Plattform, als Enabler verstehen. Wir sind so ein Stück weit der Arm der Arbeit der Vereinten Nationen in die Zivilgesellschaft hinein, in die Netzwerke, die sich dort ergeben. Und wir sind in der Weise tatsächlich überparteilich, aber nur überparteilich im Sinne, wenn es nicht, und das hat Herr Sauter eben auch schon gesagt, nicht um die Inhalte angeht. Wir stehen da auch ganz stark für die regelbasierte Ordnung, die wir auch als Kern unserer Arbeit wahrnehmen und in der wir auch unsere Veranstaltungen etc. organisieren. Wir selbst
Und das ist tatsächlich auch eine Tradition, sind auch stark im parlamentarischen Raum verankert. Aktuell haben wir eine MdB im Vorstand gemeinsam mit mir. Wir haben regelmäßige Austauschrunden mit Vertretern der verschiedenen Parteien. Und ich glaube, das ist auch so ein Netzwerkgedanke, der sehr stark ist. Unser ehemaliger Vorsitzender, unser aktueller Ehrenvorsitzender, Dr. Dev Strembitzky, auch bestimmt bekannt, auch lange Vorsitzender hier im Unterausschuss Vereinte Nationen, oder auch Christoph Zöpel, haben auch lange in der DGVN die Arbeit der Vereinten Nationen begleitet. Und das ist auch tatsächlich etwas, was mir auch am Herzen liegt. Als ich fühle mich jetzt immer so ein bisschen als sehr junger und sehr unerfahrener Vorsitzender der DGVN im Vergleich zu diesen Damen und Herren. Aber insofern geht es tatsächlich darum, dass wir da auch ein Stück weit diesen Gedanken weitertragen. Es ist eben schon angesprochen worden, es sind nicht die allerbesten Zeiten für eine Weltgemeinschaft zu feiern. Auch nicht für uns in Deutschland, aber ich glaube tatsächlich, und das ist auch schon deutlich geworden, dass wir eine besondere Herausforderung und Verantwortung als Deutschland in den Vereinten Nationen haben. Wir sind 1952 als DGVN geboren und vor 50 Jahren sind beide deutsche Staaten auch offiziell in den Rahmen der VN zurückgeführt worden. Und das muss man auch immer unter dem Gesichtspunkt sehen, dass wir ja auch einen Grund oder wenn nicht sogar der Grund gewesen sind, dass die VN überhaupt gegründet werden mussten und konnten. Also insofern haben wir da auch aus dieser historischen Verantwortung heraus eine besondere politische Verantwortung, die ich auch noch mal ganz stark machen möchte. Und wenn ich in dem Zusammenhang vielleicht einen Wunsch äußern darf zum 50-jährigen Jubiläum Deutschlands in den Vereinten Nationen. Und ich glaube, wir sollten das am 18. September tatsächlich groß feiern. Ich glaube, es wäre auch wirklich angemessen, wenn wir diesen Rahmen nutzen, um auch die Rolle Deutschlands vielleicht auch tatsächlich mit einer Rede des Bundespräsidenten deutlich machen und zeigen, wie wir auch gemeinsam im Rahmen dieser Verantwortung dort stehen. Wir hatten in den letzten Tagen, und das ist sozusagen Teil einer Veranstaltungsreihe, die wir im Rahmen von 50 Jahren in den Vereinten Nationen haben und organisieren, viele Veranstaltungen. Gerade ist kürzlich am Wochenende eine Fachtagung, dreitägige Fachtagung im Locum an der Evangelischen Akademie mit verschiedenen Gästen, auch mit Vertretern aus dem parlamentarischen Raum, aus dem Auswärtigen Amt, aus den NGOs, die angedockt sind, und haben dort auch tatsächlich sehr intensiv über ein Thesenpapier nachgedacht und haben auch entsprechend daraus Forderungen formuliert, die ich Ihnen auch tatsächlich ans Herz legen möchte, genauso wie ein Positionspapier, was mein Vorstand vor einigen Tagen einstimmig verabschiedet hat, wo wir tatsächlich auch die Frage versuchen zu beantworten, wie wir als Rolle in Deutschland uns für die Vereinten Nationen vorstellen. Die besondere Herausforderung besteht im Prinzip darin, dass wir als DGVN immer so ein Stück weit zwischen diesen Welten agieren und miteinander ins Gespräch bringen. Das ist einerseits Herausforderung, weil es unterschiedliche Sprachen sind, die teilweise gesprochen werden in Zivil, in Öffentlichkeit oder auch in Politik und in VN. Aber diese Übersetzungsfunktion ist, glaube ich, das, was auch die Stärke von uns als DGVN ausmacht. Insofern, als dass wir da diese Übersetzung transkribieren und die Themen in die verschiedenen Gremien einspielen. Insofern also das erstmal als ganz kurzes Statement für den Anfang. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und jetzt die Dame, liebe Elke, ehemalige Bundestagskollegin, jetzt Vorsitzende von UN Women Deutschland. Bin gespannt, auch aus der Perspektive was zu hören. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal kurz zu uns als Verein. Also wir sind nicht Teil von UN Women, sondern wir sind eine NGO nach deutschem Recht, ein gemeinnütziger Verein. Dürfen aber UN Women in unserem Namen führen, weil wir ein sogenanntes Recognition Agreement mit UN Women als UN-Einheit haben. UN Women ist erst 2010 gegründet worden. Es gab vorher vier verschiedene UN-Einheiten, wo das Thema Frauenrechte und Gender Equality und Women Empowerment behandelt worden sind. Das ist dann in eine Einheit zusammengeführt worden. Was sich, denke ich, auch ganz gut bewährt hat, weil UN Women jetzt mittlerweile auf allen Kontinenten vertreten ist mit sogenannten Regionalbüros, in vielen Ländern mit einem Länderbüro vertreten ist oder in anderen Ländern mit sogenannten Multiländerbüros, ja, so, wo an einem Ort mehrere Länder mit betreut werden. Unsere Rolle als UN Women Deutschland besteht darin, dass wir zum einen quasi die Ziele von UN Women, nämlich Gleichstellung von Frauen und Mädchen voranzubringen,
gegenüber der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen Regierung, dem Parlament und der Zivilgesellschaft vertreten und auf der anderen Seite aber auch Fundraising machen, Unternehmenskooperationen machen, um eben die Projekte von UN Women, die sie weltweit machen, aber auch sozusagen als zusätzlichen Beitrag an UN Women dann noch zusätzliches Geld zu organisieren. Das Problem ist, wie so häufig bei Frauenorganisationen, und es ist ja auch die jüngste Organisation der Vereinten Nationen, damit nicht am besten ausgestattet, obwohl sie eigentlich für die Mehrheit der Bevölkerung zuständig sind. Sodass also jeder Euro zusätzlich gebraucht werden kann. Wir sind äußerst dankbar, dass das BMZ auch mit Unterstützung des Haushaltsausschusses jetzt in diesem Jahr 26 oder 27 Millionen Euro als deutschen Beitrag an UN Women leistet. So viel war noch nie. Und ich hoffe, dass jetzt auch trotz Sparhaushalt das nicht absinkt, sondern dieser Beitrag auch aufrechterhalten werden kann. Wir selber als deutsches Komitee für UN Women werden finanziert vom Frauenministerium im Rahmen einer Projektförderung, die jetzt auch im nächsten Jahr noch mal auf neue Füße gestellt werden muss. Wichtig ist es, glaube ich, auch noch mal deutlich zu machen, dass auch dank dem Engagement von UN Women das Thema Gewalt gegen Frauen eine sehr große Rolle spielt, dass im Rahmen der Beschlussfassung über die SDGs und die Verhandlungen dazu es erreicht werden konnte, dass das Ziel 5, nämlich Gleichstellung von Frauen und Männern, als eigenständiges Ziel bei den SDGs verankert werden konnte und in weiteren 13 Zielen als Unterziele noch mal verankert werden konnte. Herr Häusler, ich weiß gar nicht, waren Sie da zu der Zeit, als wir die SDGs verabschiedet haben in New York. Das war auf alle Fälle die Zeit, als ich zum ersten Mal bei der Frauenrechtskommission, die jedes Jahr im März stattfindet, mit dabei sein durfte. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich will vielleicht zum Abschluss noch mal so ein Highlight sagen, was die konkrete Arbeit vor Ort angeht. UN Women hat 2018 zusammen mit der belgischen Regierung und anderen eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt African Girls Can Code, wo die also in Afrika, in 12 afrikanischen Ländern, Mädchen und junge Frauen anleiten, programmieren zu lernen, sich mit den MINT-Fächern zu befassen und so weiter. Und jetzt hat aktuell Siemens das nochmal für 5 Länder, wo die zusätzlich noch Ressourcen reingeben. Da konnten wir quasi als Partnerin mit dabei sein, wo eben zusätzlich nochmal Know-how-Transfer gemacht wird. Also solche konkreten Projekte werden gemacht von UN Women, aber auch beispielsweise in Krisensituationen wie beim Ukraine-Krieg oder jetzt aktuell im Frühjahr bei dem Erdbeben in Türkei und Syrien, wo dann eben auch Notfallhilfe geleistet wird, aber mit dem speziellen Fokus auf die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, die halt in solchen Krisensituationen auch besonders gefährdet sind und auch besondere Unterstützung brauchen. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ja, doch der Blick der Frauen auf das ganze Geschehen ist uns ja immer auch sehr wichtig. Vielen Dank. Und jetzt last but not least Christoph Heusken, der frühere deutsche ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, und zwar 2017 bis 2021, ne, und 2019/20 sogar Mitglied im Sicherheitsrat und lange Jahre auch Leiter der außenpolitischen Abteilung im Bundeskanzleramt, heute Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Gerade aus dieser praktischen Erfahrung etwas zu hören, ist natürlich für uns auch noch mal besonders spannend. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, heute zu kommen. Ja, liebe Frau Vorsitzende, liebe Monika, vielen Dank für die Einladung. Ich komme natürlich sehr gerne. Ich sehe gerade, mittlerweile ist ein 4. Mitarbeiter, Kollege aus der UNO-Zeit, Herr Friedrich, hier eingetroffen. Also die alte UNO-Vertretung, die 2 Jahre im Sicherheitsrat war, ist jetzt hier auch im Bundestag sehr aktiv. Ich wollte mich erst bedanken bei Herrn Sauter für den Bericht der Bundesregierung. Ich finde es sehr, sehr positiv, wie sehr jetzt anscheinend auch, ich habe sie noch nicht gelesen, in der Sicherheitsstrategie die UNO auch als Orientierungsrahmen kommt. Ich halte das deswegen auch für so wichtig, dass wir uns auch gegenüber dem sogenannten globalen Süden darauf konzentrieren, denn das, wie die Älteren groß geworden sind, wenn es immer um Ost-West-Konflikt und wir der Westen
und so. Man kann sich nicht vorstellen, wie weit der Westen mittlerweile als Ausdruck, als Gruppe in Diskredit gekommen ist, weil es auch eben im Namen des Westens sehr viele internationale Rechtsverletzungen gegeben hat. Und wenn wir heute in Sachen Ukraine auch auf internationale Solidarität und Verurteilung und sowas drängen, wird uns immer vorgeworfen, ja, wo wart ihr denn, als die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht sagen, wir vertreten hier Westen oder sowas, sondern es geht um die UNO-Charta, es geht um die regelbasierte Ordnung. Und da haben wir nun mal einen sehr guten Record auf Neudeutsch. Und ich finde es sehr gut, dass die Bundesregierung das auch weiter so macht. Da ist ein Punkt, wo Sie als Parlamentarier natürlich gefragt sind. Wir haben uns immer sehr stolz in New York und auch darüber hinaus darauf hingewiesen, dass Deutschland der zweitgrößte Geber zum UN-System ist. Und was man so in den Zeitungen liest von wegen schwierigen Haushaltsverhandlungen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch die im Haushalt dann entsprechend unsere internationale Rolle, die wir spielen, die wir nicht nur spielen, aus Eigeninteressen, sondern weil es darum geht, dass wir gegen sehr großen Widerstand die regelbasierte Ordnung auch verteidigen, dass wir auch das entsprechend mit den Mitteln so machen können. Ganz schnell, Herr Richter, schön, dass Sie hier sind. Ich habe die DGVN als Botschafter häufig wahrgenommen und habe das als eine tolle Organisation, die Multiplikator, Transmissionsriemen für Anliegen der VN in Deutschland sind. Das macht keiner so gut wie Sie, Frau Ferner. UN Women, sehr, sehr wichtig. Herr Sauter hatte sich auch in seiner Zeit als Botschafter in New York sehr dafür eingesetzt. Wir haben in der Sicherheitsratszeit im April 2019 eine Resolution im Sicherheitsrat verabschiedet zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten, ein Thema, was Ihnen am Herzen liegt. Ich war im Übrigen auch, da war ich sehr stolz drauf, stellvertretender Vorsitzender der Group of Friends of African Women Leaders. Und also, weil Sie gerade sagten, dass Sie auch arbeiten. So, Herr Sauter hatte, und lass mich zur Substanz kommen, gesagt, Stärkung der deutschen Präsenz sehr. Ich finde es großartig, dass die Bundesregierung plant, auch bei der Generalversammlung wieder hochrangig vertreten zu sein. Das ist wichtig. Wir sollten im Übrigen auch weiter den Prozess unterstützen, bei dem die Generalversammlung gestärkt wird. Wenn wir alle, wenn Sie wahrscheinlich auch in Diskussionen mit in der Ukraine-Krise argumentieren, da werden Sie sehr oft benutzen, die 141 Stimmen in der Generalversammlung, die mit denen Russland verurteilt worden ist. Dass die Generalversammlung darüber überhaupt abgestimmt hat, ist einer Initiative aus Liechtenstein zu verdanken, der sogenannten Veto-Initiative, dass man jetzt in die Generalversammlung geht, wenn ein Veto eingelegt wird. Das sollten wir weiter unterstützen. Ich habe einen Punkt, wo ich mit dem Auswärtigen Amt nicht übereinstimme. Ich glaube, dass wir im Hinblick auf die massiven Kriegsverbrechen und die unglaubliche Anzahl von Toten durch Wladimir Putin, die Zehntausenden toten Ukrainer Soldaten und andere, die zu Tod gekommen sind, dass wir doch den Anlauf nehmen sollten und durch die Generalversammlung ein Sondergericht wegen des Aggressionskrieges versuchen, auf die Beine zu stellen. Das wollen die Skandinavier, die Balten, das will Irland, Deutschland, die G7 sind da noch zögerlich. Ich glaube, wir müssen diese Opfer, wir schulden es den Opfern und wir schulden es vor allen Dingen auch im Hinblick auf weitere autoritäre Führer, die glauben, dass sie immun sind in dem, was sie tun. Dann letzter Punkt. Sicherheitsrat. Erstens, es ist sehr, sehr wichtig, was Sauter gesagt hat, nämlich, dass die Bundesregierung sich auf die Reform des Sicherheitsrates, erstmal die Mitgliedschaft Sicherheitsrat, das wird nicht ganz so einfach werden wie beim letzten Mal, weil mit Österreich und Portugal sind hartnäckige Konkurrenten. Ich kann nur einen Mix empfehlen, wie wir das gemacht haben, nämlich indem wir auf der einen Seite Sonderbotschafter erwähnt haben, wir haben aber
auch Schwarzwälder Kirschtochten und Lothar Matthäus eingesetzt. Es gibt also viele Instrumente, um die Wahlen zu gewinnen. Letzter Punkt, Sicherheitsratsreform. Das wird immer ein bisschen gesehen so als ein Spezialistenthema. Es ist deswegen so wichtig, weil der Sicherheitsrat als das Gremium, was sich um Bewahrung von Frieden und Sicherheit kümmern soll, nicht mehr den heutigen Realitäten entspricht in der Zusammensetzung. Wir müssen es reformieren. Wir haben seit vielen Jahren, Schröder hat mich da sehr unterstützt, wir haben die IGN, die Intergovernmental Negotiations, unterstützt unter UNO-Botschaftern, heißt das jetzt It Goes Nowhere. Wir müssen was Neues machen. Und da steht an, dass aus meiner Sicht wir mit diesen IGN-Prozess verlassen, in die Generalversammlung gehen mit einem Text, der möglichst viele Positionen, insbesondere die afrikanische Position, auch abbildet. Und wir können es hier, finde ich, Brasilien und Indien und Südafrika, die jetzt ganz eng mit China und Russland zusammenarbeiten, nicht durchgehen lassen, dass sie das machen und da aber gleichzeitig sich weiter, ohne dass sie sich beschweren, von China ausbremsen lassen, bei den Bemühungen, die wir ja gemeinsam machen im Rahmen von G4, weiterzukommen. Ich glaube, da gehört mehr Druck drauf. Wir müssen auch, was die endgültigen Lösungen anbelangt, auch sehen, dass wir da, was unsere Position anbelangt, etwas flexibler werden und da durchaus auf die andere Gruppe, die United for Consensus Gruppe, etwas inhaltlich auch zugehen. Aber dabei will ich es belassen, sonst wird das hier ein Seminar. Vielen Dank, lieber Christoph. Ich eröffne jetzt gerne die Runde der Nachfragen. Wer macht das für die SPD? Und dann habe ich Volker Ulrich. Ich muss die Reihenfolge machen. Ja, vielen Dank, Frau Schaller. Ja, Entschuldigung. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und vielen Dank an die Vortragenden. Also ich denke, es gibt vielleicht noch einige Fragen zur Reform der VN. Deswegen will ich jetzt gerade mal die Gelegenheit nutzen, wenn Elke Ferner hier anwesend ist, um ihre doch wirklich so große Erfahrung mal nachzufühlen. Und zwar wurde ja dargestellt, dass die Gleichstellung von Mann und Frau in die SDGs aufgenommen sind. Und dass das sicherlich eine gute Sache ist, einfach jetzt mal so aus der Erfahrung gesprochen und jetzt als in Funktion als Vorsitzende von UN Women. Wie ist überhaupt die Entwicklung? Gerade in den zurückliegenden Monaten, vielleicht im letzten Jahr, wie sind so eigentlich die Entwicklungen? Sind wir da positiv unterwegs oder gibt es da eher Rückschläge? Ich schlage vor, dass wir sammeln und dann Sie gemeinsam antworten. Volker Ulrich. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, das Thema der Anhörung ist 50 Jahre Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass in diesen Jahren zwischen 1973 und 1975 etliches gemeinsam beschlossen wurde, was auch als Grundlage für die heutige Weltordnung noch dienen kann und muss. Das ist nicht nur der Beitritt Deutschlands zu den Vereinten Nationen mit dem Bekenntnis zur regelbasierten Ordnung, sondern übrigens auch die Schlussakte von Helsinki, der KSZE-Prozess, mit der Achtung von Menschenwürde und Grundrechten, mit der Unverletzlichkeit der Grenzen und mit der friedlichen Konfliktbeilegung. Und gerade die beiden letzten Punkte von Helsinki, dem sich übrigens auch die Mitgliedstaaten des damaligen Warschauer Pakts angeschlossen haben, ist eine Erinnerung daran, wie verletzlich diese Ordnung ist und was wir tun müssen, um diese Ordnung wiederherzustellen. Die Vereinten Nationen, das muss man einfach sagen, sind ein Erfolgsmodell und haben sich trotz aller Kritik im Detail bewährt. Das gilt übrigens nicht nur für die Vereinten Nationen selbst, sondern auch für die zahlreichen Unterorganisationen und Agenturen, die genau diese Punkte von Tim Richter über Elke Ferner bis hin zu Christoph Heusgen auch tatsächlich voranbringen. Internationale Atomenergiebehörde, UN-Flüchtlingshilfswerk und viele andere mehr, die dafür Sorge tragen,
dass viele dieser gemeinsamen Ziele auch ganz konkret vor Ort umgesetzt werden können. Dennoch, meine ich, dürfen wir nicht nur die notwendige Reform der Vereinten Nationen im Institutionsgefüge ansprechen, sondern wir müssen auch konkrete Vorschläge auf den Tisch legen, wie eine solche Reform aussehen kann. Die Frage nach der Reform des Sicherheitsrats wird nicht nur darin erschöpfend beantwortet werden, indem wir die Mitgliedschaft für unser eigenes Land einfordern oder auch für Brasilien, Indien oder meinetwegen Japan. Es geht auch um die Frage, wie man beispielsweise den stärksten wachsenden Kontinent, nämlich Afrika, mit einbindet. Und da wird sich die Frage gestellt, ob andere Organisationen wie die Europäische Union oder beispielsweise auch die Afrikanische Union als Zusammenschluss afrikanischer Staaten nicht auch einen Sitz selbst beanspruchen können. Also diese Frage sollten wir in den Vereinten Nationen diskutieren. Und bei der Generalversammlung stellt sich die Frage, wie stark können wir sie stärken? Nämlich nicht nur in Bezug auf einen sich selbst blockierenden Sicherheitsrat, sondern auch bei der Frage, muss denn ein Land, das so grundlegend die UN-Charta verletzt, noch Mitglied des Sicherheitsrats bleiben oder gibt es hier Möglichkeiten, das zu ändern? Und wenn wir bei der Verletzung des Völkerrechts sind, das ist mein letzter Gedanke, meine ich schon, dass wir die Kraft der Generalversammlung auch nutzen sollten, nicht nur institutionelle Reformen vorzunehmen, sondern auch in der konkreten Situation des Angriffskriegs auch ein Sondertribunal einzurichten. Mit Vertrag mit der Ukraine, das ist das bessere Zeichen als ein hybrides Tribunal. Also ich meine schon, dass wir die Kraft der Weltgemeinschaft nutzen sollen, diese grundlegenden Reformen voranzubringen. Und mich würde von der Bundesregierung, aber auch von Herrn Häusl interessieren, wie konkret wir diese Verhandlungen auf den Weg bringen müssen. Vielen Dank, Volker. Herr Wagner. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und uns die Möglichkeit geben, hier dieses wichtige 50-jährige Jubiläum auch mit der Öffentlichkeit zusammen zu diskutieren. Herr Richter, Sie hatten angesprochen, dass Ihre Tätigkeit auch darin besteht, gerade die Zivilgesellschaft mit den Vereinten Nationen zusammenzubringen. Ich denke, es ist wichtig und gut, dass wir jetzt hier als Deutscher Bundestag auf dieses 50-jährige Jubiläum hinweisen und aber auch dabei diskutieren, wie wir diese zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit bzw. die Möglichkeit der Zivilgesellschaft auf die Willensbildung in der VN Einfluss zu nehmen, viel stärker thematisieren, nach vorne stellen und auch politisch unterstützen. Und deswegen würde mich von Ihrer Seite interessieren, in welcher Rolle Sie hier die Bundesregierung oder auch uns als Parlamentarier sehen, Sie in diesem Auftrag noch besser zu unterstützen. Herr Dr. Häusgen, würde ich gerne sozusagen anschließend an Herrn Dr. Ulrich zu den Strukturen die Frage stellen, inwieweit Sie gerade Spielräume sehen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage, sowohl, wie Sie es angesprochen haben, im Sicherheitsrat, als auch was die Versammlung angeht, sozusagen entsprechende Reformen anzustoßen und in welcher Rolle Sie auch hier die Bundesregierung bzw. uns als Parlament sehen, ob wir auch im Hinblick auf die Zeitenwende unser Rollenverständnis in der VN noch mal überdenken und dadurch da auch zu entsprechenden Reformen beitragen könnten. Da wäre ich für Ihre Einschätzung noch mal dankbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt ist Herr Wundrak dran. Ja. Machen Sie Ihr Mikro an. Gedrückt, jetzt geht er an. Ja, dann wiederhole ich noch mal. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und ich danke auch den Vortragenden für die bisher schon gehaltvollen Beiträge. Ich schließe auch an Kollegen Ulrich an. Natürlich gibt es Grund zu feiern am 18.09. Also ich war zu dem Zeitpunkt 1973 18 Jahre alt und muss zugeben, dass ich das sicherlich nicht erfasst habe, was da passiert ist, in Konsequenz dann für die internationale Position der Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir aber hier die ganzen positiven Sachen erwähnen, dann muss man natürlich, denke fairerweise, dann auch das eine oder andere an Problemen erwähnen. Und ich würde
Dr. Sauter bitten, vielleicht noch mal etwas konkreter die schwierige Lage, Sie haben das in Ihrem zweiten Satz erwähnt, dass die VN unter Druck ist, dass Sie das vielleicht etwas beschreiben, wie das im Einzelnen aussieht. Und Herr Dr. Heusgen, Sie erwähnten China als problematisch in der Weiterentwicklung oder ja, Weiterentwicklung des Sicherheitsrates. Wie stehen die anderen der P5 denn dazu und andere, sag ich mal, größere Spieler mit Einfluss zu einer Reform des Sicherheitsrates? Und wenn ich die Breite jetzt noch mal anspreche, da bitte ich vielleicht auch die anderen einen Satz dazu zu sagen. Die UN werden an vielen Stellen auch wegen Korruption und wegen Misswirtschaft und wegen Ineffizienz kritisiert. Da würde ich auch gerne mal Ihre Bewertung dazu hören. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch Herrn Semmet und danach würde ich Herrn Heusgen als Beginn für die Antwortrunde das Wort geben wollen. Ja, herzlichen Dank, Herr Heusgen. Wir haben zwar in den Vereinten Nationen immer noch eine große Mehrheit in der Frage des Ukraine-Krieges, die sich gegen Russland ausspricht. Wir haben allerdings auch diverse Enthaltungen. Und wir sehen aber trotzdem, dass das Gewicht oder dass die Zusammensetzung und die Gewichtigkeit in den Vereinten Nationen sich ganz wesentlich verändern werden, auch mit der Entwicklung von Indien, von den BRICS-Staaten und von der weiteren Entwicklung, die in den nächsten 20 Jahren zu erwarten sind, die man noch nicht ganz genau einschätzen kann. Aber das heißt, dieses Gewicht in einer Organisation wird sich verändern, die basiert auf dem Ende des letzten Weltkrieges und damals in diesem Zustand entstanden ist und sicher auch sehr sinnvoll ist und auch bis heute sehr, sehr segensreich arbeitet. Wie sehen Sie eine Perspektive für das, was jetzt in Zukunft kommt hinsichtlich der Strukturen, die in den Vereinten Nationen im Moment noch da sind? Jetzt würde ich gerne so verfahren, dass erst Christoph Heusgen antwortet, dann Sie und zum Schluss die Bundesregierung, die ich dann abschließend noch mal einmal frage, was Sie anlässlich des Jubiläums dann geplant haben für den September. Aber jetzt hat Christoph Heusgen zur Antwort das Wort. Ja, vielen Dank auch für die sehr konkreten Fragen. Erstmal Herr Ulrichs Sicherheitsratsreform. Afrikanische Union und Europäische Union können laut Charta nicht einen Sitz haben. Wir sehen die Europäische Union ja beispielsweise als ganz wichtiges Gremium und so weiter, aber Sie können sich nicht vorstellen, dass es da, also Sie können sich vorstellen, dass es da auch Widerstände gibt. Da kommen wir nicht weiter. Wo wir weiterkommen könnten, und das ist mir schon lange ein großes Anliegen, dass wir, nachdem jetzt Frankreich das einzige Land, EU-Mitgliedsland im Sicherheitsrat unter den permanenten Mitgliedern ist, dass wir Frankreich dafür gewinnen, dass bei solchen außenpolitischen Fragestellungen, wo es eine gemeinsame europäische Haltung gibt, dass diese Haltung von Frankreich vertreten wird. Das machen unsere französischen Freunde noch nicht. Aber ich glaube, mit ein bisschen Druck und so könnte man das machen, weil das auch, und da komme ich jetzt auch zu einem Punkt, wo wir auch irgendwann mal nachdenken müssen, weil gerade, Herr Semmet, Sie haben das ja auch angesprochen, Zusammensetzung der UNO, Gewichtsverlagerung auch aufgrund der Demografie. Ich habe Schwierigkeiten, anderen zu erklären, warum, wo schon zwei permanente Mitglieder aus Europa sind, unbedingt ein drittes permanentes Land Deutschland reingehört. Wir sind natürlich zweitgrößter Zahler und so weiter, aber der britische und französische Kollege ist noch nicht geboren, der sagt, also wir verzichten zugunsten Deutschlands darauf. Also ich glaube, dass wir da auch überlegen müssen, durch eine Europäisierung des französischen Sitzes und dann vielleicht auch mal überdenken, lieber Günther, ob wir nicht auch wie beim Menschenrechtsrat mal bei der Reform im Hinblick auf semi-permanente Sitze gehen, um da etwas von dieser sehr immer klar, entweder oder, dass wir da etwas rangehen. Rogue States, das ist gerade gelungen. Es ist gerade gelungen. Weißrussland, die kandidiert haben für die osteuropäische Gruppe, die rauszuboxen. Da hat man durch eine gute Koordinierung der EU-Staaten in der osteuropäischen Gruppe Slowenien dazu motiviert, zu kandidieren. Und Slowenien hat die Wahl gewonnen. Also durch die Wahlen kann es gelingen, dass man da jemand
Sondertribunal, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür. Wir stimmen in der überein. Ich glaube, wir sollten in diese Richtung gehen und sollten da, die Bundesregierung ist da immer noch sehr, sehr zögerlich. Ich möchte dann kurz, Herr Wagner, Reformen anstoßen, Zeitenwende. Ich habe gerade eine der Punkte gesagt und die Tatsache auch, dass die Bundesregierung sich jetzt intensiv, ich muss das leider zugeben, die Bundeskanzlerin Merkel war zwar beim SDG-Gipfel da, aber ansonsten hat sie oft dann dem Außenminister gesagt, er soll die Rede halten und ist dann nicht nach New York gegangen. Politisch ist das Signal, sollte der Kanzler dies Jahr wieder gehen, dass er regelmäßig hingeht, schon eins, was ich auch von außen begrüßen würde. China ist eindeutig das Land, was auch sehr öffentlich den Sicherheitsratsreform blockiert. Das merken Sie bei der sogenannten IGN, wenn diese Verhandlungen stattfinden, wie die chinesischen Botschafter mit Argusaugen gucken, was denn ihre von ihnen abhängigen Staaten machen. Und wir haben es erlebt. In meiner Zeit sind zwei Botschafter aus Afrika, die sich nur ein bisschen entfernt haben von der chinesisch dominierten Position, anschließend abberufen wurden. Also China ist der Hauptpunkt, weil China natürlich verhindern will, dass Indien und Japan reinkommen. Die Russen sind auch dagegen, aber engagieren sich da nicht so sehr. Die Amerikaner waren immer so ein bisschen halbgar, also schon für Reformen, aber gleichzeitig haben sie dann immer gesagt, aber es darf nicht ineffektiv werden, also gegen weitere Veto und so Mächte Veto sagen, und sie haben es dann nicht wirklich unterstützt. Biden ist nach meiner Sicht der erste Präsident seit langem, der in der Generalversammlung sich für Reformen auch des Sicherheitsrates ausgesprochen hat. Von daher ist jetzt auch ein berühmtes Window of Opportunity, lieber Günther, dass man mit den Amerikanern, die da positiv sind, dass man versucht, da weiterzukommen. Korruption, Misswirtschaft, ja, das gibt es auf der anderen Seite, wie in allen großen Organisationen. Da sind schon wahnsinnig viele Kontrollmechanismen. Da wird genau auf das Budget geachtet. Günther Sauter hat Nächte im Haushaltsausschuss verbracht, um zu sehen, wie man da mit dem Geld umgeht. Also ich glaube, da wird es nicht mehr, dass da, war uns sehr nett, denn ich konnte zu Hause bleiben, dass da ist sehr viel, da wird schon sehr viel geachtet. Das ist nicht mehr als bei anderen internationalen Organisationen. Und Gewichte verändern, ja, das machen sie, das passiert, sehen wir, da werden die Gewichte verändern sich, und deswegen ist es aber so wichtig, dass wir als zweitstärkste Geber, dass wir mehr auf den globalen Süden zugehen, dass wir sie gewinnen für die regelbasierte Ordnung. Und da ist mir nicht bang drum. Mir hat damit will ich auch ein afrikanischer Botschafter gesagt, sagte, Christoph, help me to get the big gorilla off my back. Ja, also wir haben einen guten Ruf. Die kommen unter wahnsinnigen Erpressungsdruck der Chinesen, aber würden gerne mit uns. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial für uns auch, gerade bei der UNO. Danke. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt Elke Ferne mal das Wort. Ja, vielen Dank. Frau Schamber hatte ja gefragt, wie sieht das denn aktuell aus mit der Entwicklung in Sachen Gleichstellung? Die Wahrheit ist, dass wir eigentlich wieder ein Stück rückwärts gegangen sind durch die Pandemie, die ja eigentlich auch die bestehenden Ungleichheiten wie unter einem Brennglas deutlich gemacht hat. Ist ja nichts, was neu ist, sondern es hat sich jetzt halt nochmal verstärkt. Alle, UN Women, aber auch das World Economic Forum und andere sagen, also bei den Untersuchungen und den Gradmessern, die haben, dass wir deutliche Rückschritte gemacht haben. Und wir haben leider, muss ich sagen, auch durch die Recovery-Pläne, die ja über die ganze Welt hinweg gemacht worden sind, wo Milliarden von Euros oder Dollars ausgegeben worden sind, das Ganze ohne Geschlechterperspektive gemacht. Das heißt also, man hat möglicherweise auch das viele Geld nicht unbedingt dazu ausgegeben, die Lücken etwas zu schließen, sondern sie sind teilweise noch weiter geworden. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man eben nicht gender mainstreamt, wenn man nicht erkennt, dass es in eigentlich kein Politikfeld gibt, was keine Geschlechterperspektive hat. Also viele sagen ja, was hat ja Klimawandel mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? Oder was hat die digitale Transformation mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass die Bundesregierung sich klar zu einer feministischen Außenpolitik und einer feministischen Entwicklungspolitik Zusammenarbeit bekennt, wo eben auch in den Bereichen
Bereichen dann auch wirklich die Projekte entsprechend angegangen werden können. Wir haben eine Retraditionalisierung in allen Ländern, auch bei uns. Also die Frage, wer ist zuständig für die unbezahlte Care-Arbeit, wer hat eine ökonomische eigenständige Unabhängigkeit, bis hin zu der Frage beispielsweise in Afrika, können die Mädchen, die während der Lockdowns aus den Schulen zu Hause geblieben sind, gehen die in gleichem Umfang wie die Jungs wieder zurück an die Schule oder sind die in der Zwischenzeit verheiratet, Mutter geworden und so weiter und so fort. Also das sind Riesenprobleme, die da auf uns, die da vorhanden sind. Und vor allen Dingen, glaube ich, hat man jetzt auch gesehen, dass nach der Pandemie jetzt auch die Zahlen, was das Thema geschlechtsbasierte Gewalt angeht, noch mal deutlich gestiegen sind, auch bei uns in Deutschland deutlich gestiegen sind. Der UN-Generalsekretär hat ja sogar von einer Schattenpandemie gesprochen. Und auch hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man hier auch noch mal deutlich macht, nicht nur was geht und was nicht geht, sondern dass man Instrumente wie die Istanbul-Konvention konsequent anwendet, dass man auch die Frauenrechtskonvention, das ist, glaube ich, die am wenigsten bekannte Konvention der Vereinten Nationen, wirklich dann auch konsequent anwendet und nicht nur anwendet, sondern auch in der juristischen Ausbildung und so weiter mit einbezieht. Ich glaube, kaum ein Jurist hat während seiner Ausbildung was von der Frauenrechtskonvention gehört, aber trotzdem ist sie unmittelbar geltendes Recht in Deutschland. Insofern, glaube ich, wäre es gut, mehr als einmal in einer Wahlperiode zu diesem Thema auch im Deutschen Bundestag zu debattieren. Vielen Dank, Tim Richter. Herzlichen Dank. Ich versuche das jetzt auch kurz zu halten. Viel von den Themen ist ja eben schon angesprochen worden. Ich möchte noch mal auf eine Sache auch darauf hinweisen. Und das ist auch so ein bisschen ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, Herr Wagner. Wir als DGVN sind ja auch ein Promoter von Wissen. Und wenn wir über das Scheitern der VN oder eine Reformbedürftigkeit der VN reden, dann meinen wir zuvorderst erst einmal in der öffentlichen Debatte ganz oft nur den Sicherheitsrat. Die Vielzahl an Unterorganisationen, die Vielzahl von Fähigkeiten, die in den Vereinten Nationen untergebracht sind und dort agieren und funktionieren, vergessen wir dann in der Debatte ganz schnell. Und ich glaube, es ist insofern auch ein Stück weit Aufgabe, vielleicht auch Aufgabe im parlamentarischen Raum, darüber zu berichten und darüber aufzuklären, dass wenn wir über die Vereinten Nationen reden, wir eben nicht nur über den Sicherheitsrat sprechen, sondern eben über die Generalversammlung und alle möglichen Unterorganisationen. Und vielleicht da eine kleine Anekdote. Deutschland ist ja, beide deutschen Staaten sind ja auch schon, bevor sie offizielles Mitglied der Vereinten Nationen gewesen sind, Mitglieder in verschiedenen Unterorganisationen vorab gewesen und haben sich dort auch eingebracht, waren assoziierte Partner, teilweise Beobachterstatus und Ähnliches. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da auch die Aufgabe, und das ist auch eine Aufgabe, die wir als DGVN da sehen, ein Stück weit darauf aufmerksam machen müssen, dass wir eine sehr, sehr vielteilige und vielfältige Vereinte Nationen haben und dass wir da auch sachlich und fachlich informieren und anlernen müssen. Insofern ist es tatsächlich da auch ein Stück weit der Punkt, in dem wir da auch unsere Aufgabe sehen, unterstützend natürlich mit den bestehenden Kommunikationsangeboten in Schulen etc. Ich möchte da nur vielleicht das Beispiel heben, nochmal deutlich machen, dass wir auch in verschiedenen Schulzimmern, wir nennen das UN im Klassenzimmer, Schulkurse machen, die haben wir erst sehr kleinteilig und jetzt mittlerweile relativ breit über die ganzen Bundesländer hinweg. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe im Politikunterricht, im Gesellschaftsunterricht, klarzumachen, welche großartige Funktion die Vereinten Nationen haben, wenn wir ihnen auch die Funktion zugestehen. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir uns alle insofern auch ein Stück weit ehrlich machen müssen. Wir sind der zweitgrößte Geldgeber, aber vom 0,7% Official Development Assistance Quote, also diese ODA-Quote, sind auch wir noch ein Stück weit entfernt. Also wir müssen uns dann auch so weit deutlich machen und sagen, die Finanzierung der Vereinten Nationen, die pünktliche Bezahlung der Beiträge in die verschiedenen Unter- und Sonderorganisationen ist unsere Aufgabe und auch die der anderen Teilnehmer in den Vereinten Nationen. Weil am Ende ist das dem auch ein Stück weit die Grundlage der Arbeit, auf die wir hinweisen und die wir da auch deutlich machen. Insofern ist da tatsächlich auch dann die Verknüpfung mit der Zivilgesellschaft in der Weise auch ein Stück weit eine Lernfunktion und eine Lehrfunktion, die wir da übernehmen oder an der wir uns beteiligen im Rahmen, zum Beispiel, wie gesagt, beim Projekt UN im Klassenzimmer.
Vielleicht noch zwei kurze Sätze dazu. Wir haben, das hatte ich eben schon ganz kurz angedeutet, auch ein Stück weit ein Positionspapier im Bundesvorstand verabschiedet, anlässlich 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen. Da ist es zum Beispiel auch so, das stellen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung, das werden Sie in Kürze in Ihren E-Mail-Postfächern finden, tatsächlich auch die Frage, was kann Deutschland konkret tun? Ich glaube, da ist es auch ein Punkt, dass Deutschland seine Rolle als Co-Verhandlungsführer im Rahmen des Zukunftsgipfels 2024 nutzen kann, um insbesondere auch im globalen Süden Partnerschaften zu entwickeln, Reformvorschläge und Legitimation von UN-Governance zu stärken. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil, den dann wir haben mit unseren zivilgesellschaftlichen Kontakten, weil wir da über Bande arbeiten können, weil dann eben Governance nicht nur als Handeln von Regierungen verstanden wird, sondern eben auch als Ableitung über Zivilgesellschaft, über die NGOs verstärkt und verankert wird. Und ich glaube, dann ist es auch resilient und belastbar. Also insofern da auch die ganz klare Forderung, und da gibt es noch ein paar mehr, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, dass wir da tatsächlich eine Verankerung und eine Verstärkung der Kontakte herbeiführen. Da sind wir gerne weiter Partner, gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit der Bundesregierung, um da zu verstärken und auch einen Resonanzboden zu bieten. Dankeschön. So, jetzt ist die Bundesregierung dran, Herr Dr. Sauter. Vielen Dank. Ich beschränke mich auf ein paar pointierte und, wie ich hoffe, politische Punkte. Die Reihenfolge ist eh schon durcheinander, dann bringe ich sie weiter durcheinander. Herr Wundrak, Sie fragten, wo sind die VN am meisten unter Druck? Ich würde es mal so zuspitzen. Würde die Charta heute zur Abstimmung stehen, wir würden keine Mehrheit bekommen. Dahinter steht, dass die Mitgliedschaft der VN für meine Begriffe in zwei Gruppen zerfällt. Es gibt Staaten, dazu zähle ich uns, die haben eine Vision von gemeinsamen globalen Gütern, von gemeinsamer Ordnung, die im Interesse aller sind. Und es gibt andere Staaten, einige brachialer, einige nicht ganz so brachial, die haben nur einen Kompass, und der ist brutalstes nationales Interesse, im Fall Russland beispielsweise, dann unter Hintanstellung aller Ansätze von internationalen Regeln. Frau Schamba, Sie fragten nach der Gleichstellungsdiskussion. Ich glaube, das ist Teil dieser großen globalen Auseinandersetzung, die wir erleben. Frau Ferner nickt. Wir sind mitten in einem Kulturkampf. Gender ist eine Frontlinie in diesem Kampf, und man kann an dieser Frontlinie sehr genau ablesen, wer da wo steht. Wer sich zum Beispiel mal mit der Frage auseinandersetzt, wie die KP China zur Frage des Familienbildes steht, kann da viel zu lernen. Dritter Punkt, Sie sprachen es an, Herr Ulrich, Reformen. Dazu möchte ich zweierlei sagen. Erstens, lasst uns nicht nur auf die Sicherheitsratsreform schauen, ist sexy, ist aber vielleicht am Ende nicht das Relevanteste. Lassen Sie uns auf die Dinge schauen, wo auch tatsächlich Bewegung entsteht. Wir sind gerade mittendrin, ein globales Pandemieabkommen auszuhandeln. Für das Verhältnis zu den Staaten des Südens eine ganz entscheidende Frage. Wir sind in den Klimaverhandlungen. Wir sind in diesem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal an dem Punkt, wo wir zu dem Thema 100 Milliarden für Anpassungsfragen zum Klimawandel liefern können. Das sind Themen, in die wir stark reingehen müssen, um zu zeigen, hier sind wir imstande, zeitgemäße, handlungsfähige Vereinte Nationen zu bauen, die zu den konkreten Problemen liefern können, die Milliarden von Menschen beschäftigen. Die Sicherheitsratsfrage dürfen wir nicht außen vor lassen. Die VN sind im Kern eine Organisation, die der Sicherung des Friedens dienen. Es ist ein zentraler Fokuspunkt. Christoph Heusgen hat es angesprochen. Bei der letzten Generalversammlung hat der amerikanische Präsident angekündigt, jetzt nehmen sich die USA der Frage an. Ich hatte letzte Woche einen sehr langen Besuch einer amerikanischen Delegation zu den Überlegungen. Ich würde dazu jetzt mal aus dieser laufenden Diskussion sagen, in dieser Debatte tun wir alle gut daran, den Aspekt ins Zentrum zu stellen. Wir brauchen eine gerechte und angemessene Repräsentation im Sicherheitsrat. Der Fokus ist auch aus meiner Sicht mehr auf den Staaten des Südens als auf der Frage, wer da noch alles aus dem Norden, Westen oder wie man es nennen möchte, in den Rat reingehört.
Der zweite politische Fokus, der noch viel akuter ist, ist, wir brauchen ein scharfes Schlaglicht drauf, in welcher absolut nicht akzeptablen Weise Russland sein Veto missbraucht und hier und da zunehmend auch andere. Ich möchte hier auch nicht verhehlen, die Frage, wie stark wir unsere Position weiterentwickeln in der Frage der Sicherheitsratsreform, hängt auch zusammen mit der Frage, Christoph, du hast es zu Recht unterstützt, wir sind mitten in einer akuten Kandidatur für einen nicht ständigen Sitz, die nicht ganz einfach ist. Und alles, was wir auf der einen Baustelle tun, hat Auswirkungen auf die andere Baustelle. Das führt mich zur Frage, auch die hat Herr Ulrich aufgeworfen, Stärkung der Generalversammlung. Dazu möchte ich zwei Punkte sagen. Zum einen, was wir seit letzten Februar erleben in der Generalversammlung. Und ich möchte betonen, was wir als Bundesregierung sehr, sehr intensiv erarbeiten in der Generalversammlung mit Blick auf Ukraine nur als ein Beispiel, ist, glaube ich, die stärkste politische Nutzung der Generalversammlung, die jedenfalls ich in meiner Zeit erlebt habe, die ich im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen gearbeitet habe. Ich glaube, so eine Konstellation hat man in 50 Jahren nicht. Das macht mich zuversichtlich. Der andere Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, wir sollten den Bogen aber nicht überspannen. Wenn wir die Generalversammlung vermeintlich in eine Lage versetzen, die das Völkerrecht nicht hergibt, dann wird es schwierig, dann machen wir das Gremium angreifbar und auch uns selber. Ich möchte es bei dieser ganz allgemeinen Bemerkung zum Thema Accountability belassen. Die Bundesregierung setzt sich nachdrücklich dafür ein. Wir haben uns früh dafür eingesetzt, Accountability im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen in der Ukraine wirkungsvoll und mit Zähnen zu ahnden. Aber wir glauben, es ist in jedermanns Interesse, wenn wir dazu einen Weg finden, der rechtlich gangbar ist und der am Ende auch Mehrheiten findet. Das ist noch mal die schwierige politische Seite an dieser Frage. Nur ganz kurz, Herr Wagner, Zivilgesellschaft, ich glaube, es ist durch die Bank Markenzeichen unserer VN-Politik, in jeder einzelnen Verhandlung, in welchem Gremium auch immer, in dem bestimmte Staaten sagen, lasst uns das unter Staaten ausmachen, lasst uns die Zivilgesellschaft draußen mit den Transparenten stehen, stehen wir auf der anderen Seite und sagen, nee, wir finden, das ist ein wertvoller und zentraler Teil dieser Verhandlungen. Das gilt selbstverständlich in besonderer Weise in unserem Verhältnis gegenüber dem Deutschen Bundestag. Ich bin mir jetzt nicht sicher, liebe Frau Vorsitzende, ob ich Ihre Frage nach den konkreten Veranstaltungsplänen der Bundesregierung gleich mitnehmen soll. Ja, da wir wissen, dass Christoph Heusgen gehen muss, vielleicht noch eine, möchte er noch oder möchtest du noch eine abschließende Bemerkung machen, bevor du gehen musst? Und dann fragen wir Herrn Sauter, was die Bundesregierung im September alles plant. Vielen Dank. Ich muss in der Tat zum Hauptsitz der Münchner Sicherheitskonferenz nach München. Aber ich möchte nur das befürworten, was um den Tisch herum gesagt worden ist, Abgeordnetenseite, Seite des Vorsitzes, Seite auch hier von den Nichtregierungsorganisationen der Regierung. Wir sollten alles tun, damit wir die UNO, das Regelwerk, die internationale regelbasierte Ordnung auch im Bewusstsein der Menschen halten. Sie bleibt wichtig, sie ist wichtig. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass es nicht nur der Sicherheitsrat ist, es sind die anderen Gremien auch zum Beispiel das wichtigste Thema, mit dem die Menschheit konfrontiert ist, den Klimawandel. Ohne das Pariser Abkommen, ohne dass sich die UNO, Klimaorganisationen darum kümmern, kommen wir nicht weiter. Also deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass das Thema hier weiter hochrangig auch im Bundestag behandelt wird. Und ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Ich sage nur gut. So, aber jetzt ist der Dr. Sauter dran und darf uns sagen, was für ein Feuerwerk an Veranstaltungen uns im September dann erwartet. Keine Sorge, ich mache das kurz. Ich möchte nur so viel sagen, wir sind schon mittendrin im kleinen Feuerwerk. Ein Teil ist, dass wir gemeinsam mit der DGVN morgen im Auswärtigen Amt eine große Jugendkonferenz hier in Berlin eröffnen.
Wir werden an allen Standorten der Vereinten Nationen Veranstaltungen durchführen. Wir werden in Deutschland ins Land gehen mit Veranstaltungspartnern, sodass nicht nur hier in Berlin, sondern an allen Ecken und Enden über die VN gesprochen wird in diesem besonderen Jahr. Das Jubiläumsdatum fällt auf den 18.09. Das trifft sich gut, liegt mitten in der Generalversammlung. Das heißt, da wird absehbar die Musik in New York selbst spielen. Ich habe schon angedeutet, wir rechnen damit, dass wir eine sehr hochrangige, sehr große deutsche Delegation in New York haben werden. Und wir werden da einen Moment schaffen, wo wir das mit hoffentlich allen 193 Mitgliedstaaten der VN werden feiern können. Letzter Punkt dazu noch. Für uns ist das Ganze auch praktisch wertvoll. Wir sprachen schon über die deutsche Kandidatur für den nichtständigen Sitz 27-28. Wir werden diese Gelegenheiten alle auch nutzen, um uns da gegenüber unseren Partnern in ein gutes Licht zu setzen, damit sie uns dann hoffentlich bei den Wahlen 26 auch reinwählen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist toll. Ich finde, es sind ja einige Untergruppierungen oder angesprochen worden. Ich fand es schön, dass es gerade eine aktuelle Nachricht gab, dass die USA jetzt auch wieder in die UNESCO einzahlen und sogar rückwirkend Geld geben wollen. Das sind doch ermutigende Signale. Ich kam deshalb drauf, weil es ja auch ein bisschen ein Kulturprogramm ist. Das steht uns Deutschen immer gut zu Gesicht. Und was Sie gerade gesagt haben, dass Sie mit Schülern etwas machen. Wir begegnen immer wieder auch auf Auslandsdienstreisen oder mit dem, was wir auch in unseren Wahlkreisen an Schulen machen, diesem Projekt Model United Nations. Das ist ein richtiges, offensichtlich Erfolgsprojekt geworden. Ich kenne inzwischen so viele Schulen, nicht nur hier in Berlin, sondern wir haben die in Ägypten auch bei einer Dienstreise erlebt und so, die uns ganz tolle Sitzungen bei den Vereinten Nationen vorspielen, aber mit enormem Bildungshintergrund. Also ich glaube, dieser Ansatz ist gut und der scheint weltweit zu funktionieren. Und was wir jetzt tun ist, wir werden, weil wir bleiben mal im allgemeinen kulturellen Umfeld, unseren sehr verehrten Herrn Ausschusssekretär Gerd Tebbe verabschieden. Ich möchte das nicht am Ende der Sitzung tun, wenn einige schon gegangen sind oder die Obleute nur noch hier sind, sondern habe gedacht, das passt gut zwischen den Tagesordnungspunkt 1 und 2 der heutigen Sitzung. Wenn wir hier über 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen sprechen, müssen wir auch über 32 Jahre Gerd Tebbe beim Deutschen Bundestag reden. Er ist seit 1991 in Diensten dieses Parlaments, dann aber relativ schnell nach Brüssel gegangen, wo er sehr lange, nämlich fast 10 Jahre war bei der EU-Kommission bis 2000, aber seit 23 Jahren eben auch jetzt wieder hier und seit 20 Jahren im Sekretariat des Auswärtigen Ausschusses. Und er hat eben gesagt, er glaubt fast genauso lange auch zuständig für den Unterausschuss Vereinte Nationen. Und wenn das nicht auch ein Stück Historie ist, die in diesen Kontext gut passt. Ich möchte sagen, ich mache das ja erst seit dieser Legislaturperiode, hatte vorher ja andere Schwerpunkte und auch im Kanzleramt zu tun. Ich habe mich sehr über unsere Begegnung immer gefreut. Wir sind letztes Jahr dann natürlich auch in New York gewesen und das war für ihn zum wiederholten Mal der Fall. Davon haben wir profitiert, dass er schon so vieles kannte und wusste und uns dann mit einer Leichtigkeit im Übrigen am Abend auch durch New York navigiert hat. Das fand ich ganz toll. Seine Bildung, seine heitere Wesensart und vor allen Dingen die Professionalität, mit der er diesen Ausschuss und unsere Arbeit begleitet. Deshalb ist mit jedem Abschied auch immer ein bisschen Wehmut verbunden, obwohl wir mit Frau Selma Weber, die daneben sitzt, auch eine sehr gute neue Betreuerin gefunden haben. Dafür bin ich auch dankbar. Aber jetzt erstmal müssen wir den Gerd Tebbe verabschieden. Und wir haben uns hier gemeinsam etwas überlegt, was hoffentlich zu Ihrem Lebensstil passt. Etwas Großes. Das ist dieser Blumenstrauß.
Guck mal, ein richtig schöner, ein richtig schöner Frühlingsblumenstrauß, ja, der noch ein bisschen mehr blüht als das Vertrocknete da draußen, leider Gottes. Nehmen Sie ihn als kleinen sommerlichen Gruß mit. Und das ist etwas, was zumindest fürs nächste Jahr erstmal reichen soll. Gucken Sie mal rein. Der Hoffnung, dass wir damit den Nerv getroffen haben. Was sagt er? Sagen Sie es ruhig laut. Nein, ich habe mich ja alle dran beteiligt. Ja, das ist irgendwie. Also ganz herzlichen Dank. Ich sehe hier einen Gutschein. Ein Jahr lang alles im grünen Bereich. Gültig für alle Dauer- und Sonderausstellungen. Nicht, dass Sie das parteipolitisch missverstehen. Ich sollte mich nicht nur bei Herrn Wagener bedanken. Es ist eine Jahreskarte für die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier. Und sind immerhin 17 Häuser. Da können Sie sich das nächste Jahr fröhlich mit beschäftigen. Nein, also ganz, ganz herzlichen Dank. Das finde ich eine wirklich so unverdiente Aufmerksamkeit, auch den schönen Blumenstrauß. Und ja, nach 20 Jahren Arbeit für diesen Unterausschuss, jetzt zuletzt mit Ihnen seit dieser Legislaturperiode, fällt einem der Abschied schon ein bisschen schwer. Wenn ich mir auch sagen muss, also mit den Worten des verstorbenen Literaturkritikers Helmut Karasek, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. Ich hoffe jetzt, ab 1. Juli dazu zu kommen und mal rauszufinden, wie anders ich eigentlich bin. Aber ich bedanke mich also für die Möglichkeit, hier für Sie mit Ihnen zu arbeiten. Ich wünsche dem Unterausschuss weiterhin alles Gute. Ich werde Sie in guter Erinnerung behalten, werde den Ausschuss in guter Erinnerung behalten, aber ich weiß nicht, wie lange. Aber die schöne Karte und der schöne Strauß werden mir auf jeden Fall helfen, in nächster Zeit immer wieder mal an Sie zu denken. Danke. Und wenn Sie bei einem Ihrer musealen Streifzüge mal hier vorbeikommen, das ist ja nicht so weit weg, und wir tagen zufällig öffentlich, freuen wir uns, wenn wir Sie da oben sehen. Also nochmals vielen, vielen tausend Dank. Ja, dann darf ich mich für die Begleitung zu unserem ersten Tagesordnungspunkt sehr bedanken. Herr Laudi hat im Hintergrund auch noch mitgewirkt aus dem Auswärtigen Amt. Und wir kommen dann jetzt zum Tagesordnungspunkt 2, das ist die Vorstellung des New Civilian Compact der EU. Wir haben einen der Mitautoren, nämlich Volker Jacobi hier und Frau Dr. Astrid Irrgang, die Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Und während hier die Plätze eingenommen werden, sage ich kurz Tschüss. Das ist doch nett. Und das ist nur von mir persönlich. Herr Sauter, alles Gute. Sag mal, Sie können diese kurze Zusammenfassung, die Sie am Anfang hatten, oder auch das, was Sie dem Regierung planen können, uns das mal mitteilen. Das ist immer so ein bisschen ein Überblick oder was, wenn ein kleines Handout hier zu. 50 Jahre Deutschland immer. Ich glaube, es würde den nicht nur mir. Ich arbeite gerne mit sowas, aber ich glaube, es geht den anderen ähnlich. Lass mir ihm zukommen. Ja? Ja? Okay, und auch das Programm. Danke. Und wir bleiben dran zu der Frage, die wir freuen. Ja, machen wir. Tschüss, tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei diesem großen Dank gerne. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank, Frau Werner. Tschüss, tschüss. Ein guter Rat aus berufener Runde. Dann nehmen wir kurz Frau Irrgang. Wo ist sie? Da vorne, da kommt sie schon. Ach, da ist sie. Hallo. Hilf und Herr Jacobi. Hallo. Da bin ich, Herr Matschi. Das ist die letzte, dass ich sie. Aber so, freut mich, dass Sie zu meinem Abschied dabei sind. Ja, das passt natürlich sehr gut. Ja. Naja, also. So. Haben Sie Fotos gemacht?
So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2 dieser, wie Sie mitbekommen haben, öffentlichen Sitzung. Deshalb tagen wir auch hier. Die Kameras sind auf uns gerichtet und wir haben auch Zuhörer und Zuschauer, die nicht hier im Saal sitzen. Das macht der Ausschuss gelegentlich, wenn die Themen sich dazu eignen. Und ich freue mich, dass das heute mit 50 Jahren Deutschlands Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen, aber eben auch mit der Vorstellung des New Civilian Compact der EU der Fall ist. Das sind zwei Themen, die sich auch für eine größere öffentliche Wirkung eignen. Und insofern freue ich mich, dass ich, wie gesagt, mit Frau Dr. Irrgang und hier dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze ZIF und mit Herrn Dr. Volker Jacobi zwei Experten hier haben. Herr Jacobi hat sogar an dem Bericht, der am 22. Mai erschienen ist, als Co-Autor mitgewirkt. Und insofern erfahren wir, glaube ich, jetzt aus sehr berufenem Munde, um was es dabei geht. Ich beginne hier mit der Dame, ne? Frau Dr. Irrgang. Oder wollen Sie, ist es besser mit dem Autor? Wir haben uns aufgeteilt und okay. Volker Jacobi fängt dann an. Dann fangen wir mit Herrn Jacobi an. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss kurz voranschicken, ich bin nicht Mitautor des zivilen GSVP-Pakts oder des Center of Excellence for Civilian Crisis Management. Dieser Pakt ist verabschiedet worden von allen 27 EU-Mitgliedsländern im sogenannten Rat der AußenministerInnen am 22. Mai dieses Jahres in Brüssel. Das Buch, was Sie finden, ist in der Tat etwas, was wir zusammengestellt haben mit dem EU-ISS. Das ist eine Zusammenstellung von Beiträgen aus Nichtregierungsorganisationen und Thinktanks und unabhängigen ExpertInnen, die sich der Frage gewidmet haben, was sollte denn eigentlich in diesem neuen zivilen GSVP-Pakt drinstehen? Viel von dem, was in diesem Buch drinsteht, ist auch in der Tat in das Dokument eingeflossen. Ich möchte ganz kurz vom Allgemeinen der Beschreibung dieses Compacts zum Besonderen kommen. Und das passt dann auch sehr gut für meine Co-Rednerin Frau Dr. Irrgang vom ZIF, die dann noch viel stärker sich fokussieren wird auf die deutsche Perspektive in dem. Der neue Compact, der verabschiedet wurde am 22. Mai, ich erwähnte, es hat zwei Funktionen. Er soll einerseits das zivile Krisenmanagement der Europäischen Union zu stärken. Und er soll zweitens, nicht minder wichtig, die Bürde, die dafür geschultert werden muss, nämlich Geld, Personal und andere Ressourcen zur Verfügung zu stellen, gerechter zwischen den 27 EU-Mitgliedsländern verteilen. Das ist noch wichtiger geworden aufgrund des erneuten und massiven Angriffs Russlands auf die Ukraine. Das ist so der Grundton dessen, was wir im Moment alle besprechen. Wie gehen wir damit um und wie geht auch die Europäische Union damit um? Doch zunächst mal die Frage, warum brauchen wir denn dafür überhaupt einen Pakt? Und da ist ein Aspekt ganz besonders wichtig, und zwar, man muss verstehen, was die GSVP ist. Sie ist die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Und das ist eigentlich ein Stückwerk, wenn man es genau betrachtet, denn die Eigentümerschaft der GSVP liegt bei den Mitgliedsländern. Sie liegt nicht in Brüssel, sie liegt nicht bei den Institutionen der Europäischen Union. Und das kommt mit der Notwendigkeit, da wissen wir alle, damit hängt zusammen das Einstimmigkeitsprinzip und ähnliche Herausforderungen über das Finden von Kompromissen, das hängt damit zusammen. Es ist aber wichtig, dass sich alle 27 zusammenfinden, um mit einer Stimme in der GSVP zu sprechen. Und dafür soll dieser Pakt eben helfen, um das Augenmerk auf die Notwendigkeit zu lenken, dass die Europäische Union ein stärkeres und integriertes außenpolitisches Profil braucht, auch um die eigenen Bürgerinnen zu schützen. Der alte Pakt, der war vom Herbst 2018,
war relativ vage. Es gab 22 Verpflichtungen, aber ohne ein Zeitfenster, außer dass es halt bis zu diesem Jahr 2023 alles umgesetzt werden sollte. Deutschland hingegen war sehr konkret bei der Formulierung des sogenannten nationalen Umsetzungsplans. Ein Kernelement des Umsetzungsplans von Deutschland war die Gründung des Centers of Excellence for Civilian Crisis Management, für das ich heute hier sitze. Das Center of Excellence sitzt in Berlin, ist also eine strategische Ressource, die helfen soll, die Punkte 1 und 2, die ich genannt habe, das zivile Krisenmanagement der EU zu stärken und die Bürde gerechter zwischen den 27 Mitgliedsländern zu verteilen, umsetzen zu helfen und voranzubringen. Konkret unterstützt, das ist unser Mandat, unterstützen wir alle EU-Mitgliedsländer dabei, entsprechende Strukturen und Systeme, also Fähigkeiten, in ihren jeweiligen Staaten zu entwickeln. Im neuen Pakt vom Mai 2023 sind nun 20 konkrete Ziele formuliert, sogenannte Deliverables. Ich will nur ganz kurz die wichtigsten aufzählen. Mehr Sekundierung ist das eine. Und zwar muss die Sekundierung kommen von CIF, da wird Frau Dr. Irrgang drüber sprechen, und von der Polizei, vor allem von der Polizei. Derzeit sind 14% aller Sekundierter in der EU aus Deutschland. Das im Gegensatz zu den 19%, die die deutsche Bevölkerung in der EU stellt. Also wir können mehr. Mehr Frauen, auch in Führungspositionen. Deutschland stellt 19%, also 19% der Sekundierten sind Frauen. Das liegt allerdings nicht an der schlechten Frauenquote, die das CIF bereitstellt. Die sind hervorragend, sondern es liegt daran, dass die Polizistinnen Mangelware sozusagen in den internationalen Missionen der Europäischen Union sind. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Innenressorts und den Außenressorts und dem Außenressort. Wenn ich sage, den Innenressorts, ist das kein Versprecher, denn wir müssen in Deutschland einfach aufgrund des föderalen Systems zur Kenntnis nehmen, dass die Innenministerien der Länder und die jeweiligen PolizeipräsidentInnen und so weiter, dass die das Sagen haben. Wenn also jetzt Frau Faeser auf den Gedanken kommt, sagen wir mal 100 PolizistInnen in die Ukraine zu schicken, zu einer Mission, die noch aufgesetzt werden müsste, dann müsste sie das im Einvernehmen mit den Landesinnenministern tun. Und das ist so einfach nicht. Wir haben jetzt gerade in Deutschland länderoffene, so nennen wir es, länderoffene Ressortzusammenarbeit aufs Gleis gesetzt. Denn ohne die Polizeien der Länder kommen einfach nicht genug PolizistInnen in die Missionen. Weiteres Thema, was wichtig ist, Klima und Sicherheit. Evaluation, also Missionen der EU sollen evaluiert werden, um zu sehen, ob sie wirklich effizient, effektiv das Mandat umsetzen und zu Frieden und Sicherheit beitragen. Wissensmanagement ist ganz wichtig. Wir haben einen sehr hohen Turnover, also einen Durchlauf von Personal in den Missionen, aber auch in den Ministerien. Und es ist extrem wichtig, dass wir sicherstellen, dass nachfolgende Generationen von Angestellten, von Mitarbeitenden, von Sekundierten, dass die auf das Wissen zurückgreifen, was schon angehäuft worden ist. Das Center of Excellence, was für uns sehr wichtig ist, wird im neuen Pakt als einzige Nicht-EU-Organisation genannt, im Deliverable Nummer 14. Und wir unterstützen, ich erwähnte es, bei dem Aufbau der strukturellen Fähigkeiten in den EU-Mitgliedsländern. Wir machen das in Gestalt von informellen Foren. Ich werde heute Morgen ganz früh nach Stockholm fliegen, um dort den Civilian CSDP Summer Forum, das Civilian CSDP Summer Forum zu leiten, was wir organisieren für alle 27 Mitgliedsländer, um zu diskutieren, wie wir einfach besser werden können im Aufsetzen von Strukturen und Systemen, den Fähigkeiten in den Mitgliedsländern. Wir machen das auch durch Synopsen von Good Practices, haben wir zum Beispiel für Rumänien für die Entwicklung eines Sekundierungsgesetzes gemacht. Die wollen ein Sekundierungsgesetz, ähnlich wie das deutsche, haben. Und wir haben aus allen Ländern, aus einigen Ländern zusammengesucht, passende rechtliche
ja, Merkmale sozusagen, und die haben wir den Rumäninnen und Rumänen angeboten, damit sie da ein wenig Schützenhilfe bekommen bei der Erstellung, bei der Verfassung, beim Verfassen dieses Gesetzes. Und eben, ich hatte es erwähnt, die Unterstützung nationaler Kooperationsforen wie jetzt in Deutschland. Das findet statt unter der Leitung des GSVP-Referats im Auswärtigen Amt. Florian Pötter sitzt neben mir von dem Referat. Zum Schluss drei kurze Punkte. Was brauchen wir dafür, dass wir unsere Arbeit gut machen? Stabile und am besten steigende Finanzierung. Das Auswärtige Amt stellt 1,8. Genau. Ich dachte, ich überrasche Sie mal. Das Auswärtige Amt stellt 1,8 Millionen Euro pro Jahr als institutionelle Förderung zur Verfügung. Die Mitgliedsländer des Centers of Excellence, wir haben also 22 EU-Mitgliedsländer, die zahlen 400.000 pro Jahr und stellen Personal zur Verfügung. Was ich anregen möchte, nachdenken über, auch im Blick auf die Umsetzung der heute vorgestellten Sicherheitsstrategie, über ein Kompetenzzentrum Polizei, entweder im Bundesministerium des Innern. Da gibt es die Arbeitsgemeinschaft Internationale Polizeimissionen, die wäre ein guter Punkt. Oder beim Landesinstitut für Ausbildung und Fortbildung der Polizei in Nordrhein-Westfalen, in Brühl. Die haben schon einen Förderpool, gezielte Personalentwicklung, Einsatzvorbereitung und so weiter, aber eben nur für wenige PolizistInnen. Und das muss mehr werden. Wir brauchen mehr Polizisten und Polizistinnen in der EU. Letzter Punkt, Ukraine. Wir haben gerade über die Vereinten Nationen gesprochen. Wir haben auch den Elefanten im Raum sozusagen vor Augen, die Blockade im Sicherheitsrat, was es möglich macht und vielleicht sogar in meinen Augen wahrscheinlich, dass wenn wir eine friedenssichernde Mission in der Ukraine irgendwann mal haben können, im Moment ist es zu früh, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die von der Europäischen Union kommt und nicht von den Vereinten Nationen. Wenn dem so ist, müssen wir rechtzeitig vorbereitet sein. Wir müssen die Strukturen in den Mitgliedsländern, um diese Fähigkeiten dann auch in der Ukraine einsetzen zu können, müssen wir stärken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Herr Jacobi. Dann ist aber jetzt, glaube ich, doch Frau Dr. Irgang dran. Danke schön. Ich bedanke mich sehr für die Einladung in diesen Kreis, auch im Namen meines Kollegen Christoph Matschi. Und Herr Tebbe, wir kennen uns auch seit einigen Jahren, auch aus einer früheren Verwendung von mir. Und es ist eine schöne Überraschung für mich, wenn auch ein trauriger Anlass, dass ich an Ihrer letzten Sitzung dabei sein darf. Der Civilian CSDP Compact ist Teil einer umfassenden Sicherheitsstrategie der EU, in der von meinem ehemaligen Kollegen Volker Jacobi erwähnten nationalen Sicherheitsstrategie findet dieser Civilian Compact eine ganz starke Verankerung. Und um die deutschen Ambitionen umzusetzen, braucht es ein starkes, ein handlungsfähiges, operatives CIF. Das ist die Bottomline von meiner kleinen Ansprache hier bei Ihnen. Und warum das so ist, möchte ich jetzt ausführen. Der strategische Kompass und auch der neue Civilian Compact formulieren ein ganz plakatives Ziel, nämlich die EU soll in der Lage sein, innerhalb von 30 Tagen 200 zivile Expertinnen und Experten in ein komplexes Umfeld zu schicken. Dort sollen sie mit einer passenden Strategie und unter einer gestärkten Einsatzführung aus Brüssel zur Verbesserung der Lage beitragen können. Das klingt zunächst nach nicht viel. Innerhalb von 30 Tagen 200 zivile Expertinnen und Experten. Das klingt nach nicht viel, das ist aber wirklich anspruchsvoll, denn zivile Expertinnen und Experten stehen ja nicht wie Soldatinnen und Soldaten quasi Gewehr bei Fuß. Sie müssen aus einem beruflichen Kontext heraus für Einsätze gewonnen und trainiert werden. Und dabei müssen die am Einsatz beteiligten Staaten auch möglichst nach gemeinsamen Standards vorgehen. Und am Ende müssen dann diese zivilen Kräfte nach gemeinsam festgelegten Zielen und entsprechenden Einsatzkonzepten zusammenarbeiten, nicht nur in dem konkreten Einsatz vor Ort, sondern auch im Zusammenspiel aller EU-Instrumente und mit internationalen Partnern.
Das CIF leistet diese Aufgaben für die deutschen Beiträge zu den Einsätzen der EU, aber nicht nur der EU. Aktuell haben wir um die 60 zivile Expertinnen und Experten in den GSVP-Einsätzen sekundiert. Und wir freuen uns sehr, dass zum ersten Mal eine ehemalige deutsche Sekundierte jetzt die Chefin der erfolgreich evaluierten Mission in Niger wird. Außerdem beteiligt sich das CIF auch an der Auswertung von Einsatzwissen und an der konzeptionellen Weiterentwicklung ziviler Kriseneinsätze. Dafür sind wir im konstanten Austausch mit der EU, aber auch mit anderen EU-Mitgliedstaaten. Neue zivile Missionen in Moldau und in Armenien setzen in der aktuellen Situation aus unserer Sicht ein Zeichen der Solidarität und der politischen Aufmerksamkeit der EU. Und sie sollen und werden aber auch wichtige Beiträge in den Aufnahmestaaten leisten. Aktuell haben wir tagesaktuell 5 Experten in der EU-Monitoring-Mission EUMA in Armenien. Diese Mission soll zum Beispiel helfen, den Grenzkonflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien besser zu beherrschen und am Ende politisch lösbar zu machen. Hier sollen in der nächsten Zeit ca. 100 zivile Expertinnen für zunächst 2 Jahre in der Konfliktregion präsent sein und die Stabilisierung und den Dialog unterstützen. Und wie mein ehemaliger Kollege erwähnt hat, sollte es in der Ukraine irgendwann tatsächlich mal zu einem Waffenstillstand kommen, wird auch dort eine umfangreiche Monitoring-Mission benötigt werden, die rasch einsatzbereit sein muss. Und ich teile die These, das wird mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit auf Brüssel, auf die EU hinauslaufen. Das könnten konkret, wie vor dem Überfall Russlands an der Kontaktlinie im Donbass, auch wieder zivile Kräfte sein. Zunächst hat die schnelle Mandatsänderung der EU-Advisory-Mission im letzten Jahr die Relevanz des Einsatzes für die ukrainischen Partner noch gestärkt. Sie unterstützt seit Frühjahr letzten Jahres zum Beispiel im Mitwirken von zivilen Kräften des CIF auch die Dokumentation und Aufklärung von Kriegsverbrechen, die hoffentlich irgendwann nach Den Haag kommen werden. Mit dem neuen Compact sollen also die zivilen Experten in Europa noch besser vorbereitet und schneller einsatzbereit sein. Und sie sollen neuen Anforderungen, wie sie beispielsweise durch den Zusammenhang von Klima und Sicherheit entstehen, gewachsen sein. Gleichzeitig, auch das hast du ausgeführt, Volker, soll die Zahl weiblicher Fachkräfte steigen. Und dafür bedarf es unter anderem auch Reformen und verbesserter Zusammenarbeit im Bereich Human Resources. Aber auch Mediation will die GSVP stärker nutzbar machen, zum Beispiel mit Expertinnen im Einsatz. Hier hat das CIF in den letzten Jahren viel Kapazitäten aufgebaut. Wir begrüßen sehr, dass mit dem Compact nicht nur ein Knowledge-Management-System eingeführt wird, sondern auch, Volker, du hast es auch erwähnt, externe Evaluierungen, die Wirkung der aktuellen und bisherigen zivilen Einsätze systematischer erfassbar machen. Das ist wirklich eine Brache. Es ist sehr wichtig, an der Stelle eine Lücke zu schließen, denn wir können sonst die Geschichten nicht erzählen, warum diese Missionen gebraucht werden und wo Erfolge sind. Wir wollen uns an der Stelle als CIF stark einbringen. Die Weiterentwicklung für die zivilen Einsätze kann aber nur gelingen, wenn die EU-Staaten Strukturen für solche Aufgaben aufbauen und ausbauen. Strukturen, wie das CIF sie hat. Und es gibt nur wenige EU-Mitgliedstaaten, die ein CIF haben. Es wäre wichtig, andere EU-Mitgliedstaaten zu gewinnen, ihrerseits CIFs oder ähnliche Institutionen aufzubauen und qualitativ hochwertige Beiträge für gemeinsame Einsätze zu leisten. Hier liegt ganz sicher eine sehr wichtige Aufgabe für das Center of Excellence. Aber auch das CIF kann hier Expertise einbringen. Es ist nicht überraschend für Sie, Frau Professor Grütters, dass auch ich sagen werde, dass wir die Leistung, die wir bringen, nur bringen können, weil wir auf eine solch verlässliche Unterstützung aus Ihrem Haus zählen dürfen. Wir wissen, wie hart die Mittelverteilung werden wird, wie bedeutsam es ist, die militärischen Kräfte in Deutschland auszubauen. Aber natürlich werbe auch ich dafür, dass wir ein verlässlicher Partner bei der Umsetzung dieses Compacts sein können und bleiben und bedanke mich für jeden guten Gedanken von Ihnen an uns. Am Ende vor allem in der Nacht der langen Messer. Vielen Dank. Die haben wir ja jetzt noch nicht.
erstmal noch die Nacht des langen Sonnenscheins. Also vielen Dank für diesen Einblick in den neuen Compact. Und ich frage mal, möchten Herr Matschi oder Herr Pötter das noch in irgendeiner Form ergänzen? Und sonst würde ich die Fragerunde hier eröffnen, dann können wir ja immer noch sehen. Ja, okay. Dann frage ich mal, wer von der SPD möchte sich dazu äußern? Herr Larem? Okay. Dann Herr. Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, Frau Ehrgang und Herr Jacobi. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen zu dem New Civilian CSDP Compact. Also ich bin ein klein wenig geplättet, weil ich einfach sage, das ist ein starkes und dickes Brett, was wir hier liegen haben. Dass wir unsere Strukturen im CIF haben, ist wohl. Ja, ins Mikro sprechen, ja, okay. Dann, also wir haben unsere Strukturen, also starkes, dickes Brett, habe ich gesagt, das wir hier vor uns liegen haben. Und wir haben die Strukturen des CIF bei uns hier, was auch begrüßenswert ist und richtig ist. Aber Sie selbst haben sie aufgeführt, Frau Irrgarten, die EU-Staaten müssen dazu Strukturen aufbauen. Meine Frage geht zunächst einmal dahin, was haben wir da von Ihrer Sichtweise her gesehen, wie ist da der Zeitplan? Was glauben Sie, was es jetzt an Zeit benötigen wird, um diese Strukturen aufzubauen? Denn jedes System ist ja nur so gut, wie seine Strukturen sind. Und nützt ja nichts, wenn wir von den 27 Staaten nur einige wenige haben, die Strukturen haben und andere nicht, weil es soll ja ein europäisches Instrument sein. Das ist der eine Punkt. Und die zweite Frage, die ich dazu noch habe, ist, Herr Jacobi, Sie sprachen von einer, Sie brauchen mehr Polizisten in dem ganzen Bereich, ein Kompetenzzentrum Polizei. Würde es denn da nicht Sinn machen, eher so ein Kompetenzzentrum Europapolizei zu haben? Also wenn man es gleich von vornherein konzentriert auf eine europäische Polizeistruktur? Fragezeichen. Danke. Wir sammeln. Als nächstes Herr Koop. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, Sie hatten eben, Frau Irrgang, erwähnt, das Thema Moldau-Armenien, was ich auch ausgesprochen gut finde. Jetzt ist es ja so, das ist gar keine Kritik an Ihrer Arbeit, aber dass Moldau ja schon seit mindestens Monaten eigentlich Hilferufe sendet, dass die innenpolitisch von allen möglichen Erosionsprozessen, auch von Versuchen von innen heraus, von außen heraus, dieses Land zu destabilisieren, geprägt ist. Und wir da jetzt in einem Zeitpunkt einsetzen, wo es noch nicht zu spät ist, aber wo zumindest es hilfreich gewesen wäre, wenn wir schon früher die Arbeit hätten machen können. Wie gesagt, keine Kritik an Ihrer Arbeit, aber die Frage, welche Rolle spielt denn gerade mit diesem Beispiel das Thema zukünftige Krisenprävention, also nicht einsteigen, wenn wir das Problem schon haben. Armenien ist ja auch ein Land, wo wir schon vielfältige Probleme haben, sondern eben auch zu überlegen, wo können wir antizipieren, dass es dort Probleme gibt und vorausschauend eben schon mal aktiv werden. Ob das jetzt auf dem Balkan ist, gut, da haben wir aktuell auch schon genug Probleme, aber dass Sie das einfach mal sagen, wie da auch Ihre Projektion ist, vorausschauend Krisenprävention vielleicht auch angehen zu können. Und die zweite Frage ist hier ja immer von den 27 in der EU die Rede. Gibt es in diesem Bereich irgendeine Art von Zusammenarbeit mit Großbritannien, weil das ja schon ein Land war, das jetzt, was GSVP angeht, so schräg die manchmal ja sonst unterwegs waren, aber das doch ein Thema war, wo man durchaus auch mal eine gerade Furche mit denen ziehen konnte. Also gibt es da irgendwelche Berührungspunkte, Ansätze, die damit einzubinden, oder gibt es da überhaupt keine mehr nach dem Brexit? Ja, dann spring ich ein. Frau Dr. Irrgarten, ich habe verstanden, dass die Zahlen der Sekundierten noch, sage ich mal, überschaubar sind. Das ist, wenn man es mit militärischen Einsätzen vergleicht, relativ überschaubar. Eine der Ergebnisse zum Beispiel der Enquetekommission Afghanistan war, dass eben die Wirksamkeitskontrolle und Evaluierung vielleicht nicht ausreichend war oder nicht ausreichend gut gewesen ist. Und Sie haben eben angedeutet, dass das noch bei Ihnen ein weißes Feld ist. Wie gedenken Sie, das zu füllen? Wollen Sie selber intern evaluieren
Wollen Sie das Center of Excellence nutzen oder wollen Sie das extern machen lassen? Da würde ich mal gerne Ihre Meinung hören dazu. Danke schön. Eigentlich wäre Herr Wagener noch dran. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Dr. Irrgang, Sie haben ja angesprochen, das Thema Klima und Sicherheit soll eine größere Rolle spielen, soll sozusagen in den Einsätzen der Zukunft auf diversen Ebenen sozusagen stärker betrachtet werden. Vielleicht können Sie uns dann noch mal konkreter und ausführlicher darstellen, was wir uns darunter vorstellen können. Diese Regelung, dass innerhalb von 30 Tagen bis zu 200 Expertinnen und Experten einsatzbereit sind, die erinnern mich als ebenfalls Mitglied im Verteidigungsausschuss so ein bisschen an die Tier-2-Regelung bei der NATO, wo wir ja auch bis 2025 eine einsatzbereite Division des Heeres zur Verfügung stellen, die dann eben auch innerhalb von 30 Tagen am Einsatzort sein soll. Ich weiß, das ist natürlich eine völlig andere Dimension. Da reden wir von über 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Aber gibt es denn an dieser Stelle eine Kooperation oder Zusammenarbeit oder ein gegenseitiges Kooperieren von GSVP und NATO an dieser Stelle? Das würde mich interessieren. Oder ob das nur Zufall ist, dass man hier ähnliche Einsatzszenarien oder Zeiträume festgelegt hat. Wir haben ja im Koalitionsvertrag auch festgelegt, unsere mandatierten Bundeswehreinsätze zu evaluieren und dafür entsprechende Kriterien festzulegen. Daran wird ja gerade sehr intensiv gearbeitet. Wie ist es denn hier bei entsprechenden Einsätzen? Welche Kriterien würden Sie hier für eine Evaluierung andenken, vorschlagen oder haben Sie vielleicht auch sogar schon erarbeitet? Und mich würde auch mit Blick an die Bundesregierung interessieren, die ja hier auch vertreten ist. Es wurde ja angesprochen, dass auch eine höhere Beteiligung von Frauen notwendig ist und erreicht werden soll in der GSVP. Welche Anstrengungen unternimmt denn die Bundesregierung, um diese Ziele auch zu unterstützen, voranzubringen? Das Stichwort Polizei wurde ja genannt. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Und in Ihrer Gesamtbewertung aus Sicht der Bundesregierung, würden Sie denn sagen, dass der Civilian CSDP Compact für eine effektivere zivile GSVP als ausreichend bewertet werden kann oder ob Sie an bestimmten Punkten Verbesserungspotenziale aus Ihrer Sicht noch identifiziert haben. Vielen Dank. Dankeschön. Last but not least, Herr Semmit. Ich hätte noch ein paar bisschen konkretere Nachfragen. Wir reden von Experten. Können Sie mal beispielhaft sagen, was das für einen Hintergrund haben muss, was für Experten Sie brauchen und auch vielleicht mal etwas konkreter fassen, wie diese Einsätze aussehen können oder worauf Sie sich vorbereiten. Es kann ja immer vieles passieren und wie das dann etwa konkreter aussieht, sowas und wie das abläuft. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann jetzt fangen Sie an zu antworten. Frau Irrgang. Ich bedanke mich für die Fragen und das Interesse und arbeite mich in der Reihenfolge, wie die Fragen gestellt worden, durch. Erste Frage, starkes, dickes Brett, dieses Papier. Ja, das ist richtig, das ist ambitioniert. Es ist aber auch wichtig, dass wir diese Ambition haben und dass wir, was die Ambitionen angeht, auch die Zeitenwende mit bedenken, die die Ambition erforderlich macht. Frage nach dem Zeitplan aus unserer Erfahrung. Ich glaube, das Kritischste ist, den politischen Appetit zu wecken in den EU-Mitgliedstaaten und ins echte Commitment zu kommen, das umzusetzen. Das kostet Geld, aber das kostet auch Mehrheiten. Oder es müssen Mehrheiten gebildet werden. Und aus der Erfahrung der ZIF-Gründung, bei der ich natürlich nicht beteiligt war, hat der politische Wille, das Ausgründen einer Struktur mit Hilfe des Parlaments und das zur Verfügung stellen von Ressourcen erlaubt, innerhalb von einem Jahr die ersten zivilen Expertinnen und Experten entsenden zu können. Also das kann schon schnell gehen, zumal mehr als genug Mitgliedstaaten bereitstünden, ihre Strukturen und das Wissen um die Strukturen zu teilen. Also da habe ich Hoffnung. Zweite Frage zu Moldau und Armenien. Ich halte es für extrem wichtig, dass die EU-Flagge dort weht, aus
politischen Gründen, aus symbolischen Gründen. Und alleine, dass sie dort ist, ist schon ein Erfolg. Natürlich würde man sich noch mehr wünschen, aber dass sie dort weht, ist wichtig, auch als ganz starkes Signal nach innen und nach außen. Krisenprävention, Frage von Foresight, das ist, sage ich persönlich, ein Thema, von dem ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr gewünscht ist. Das Auswärtige Amt investiert viel Ressourcen da rein, auch der EAD. Am Ende glaube ich persönlich, die besten Voraussagen bleiben akademisch, wenn es nicht gelingt, Schlussfolgerungen zu ziehen, die dann tatsächlich treffsicher sind und die politischen Entscheidungsträger erreichen, um tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, auch Einfluss zu nehmen. Wenn man sich unterhält mit Kolleginnen und Kollegen der UN, und ich war vor einer Woche mit einer Kollegin in New York, dann gab es alle möglichen Daten über die Transformation im Sudan, und am Ende sind doch alle entsetzlich überrascht worden über die Heftigkeit der Auseinandersetzung. Also Foresight ist wichtig, aber es funktioniert nur, wenn es wirklich Schlussfolgerungen gibt, die irgendwo ankommen. Und das ist, glaube ich, das größte Gap. Frage nach den Zahlen der Sekundierten und der Überschaubarkeit. Ich glaube, man muss ein bisschen anders da dran gehen. Jedes Geld, was ankommt in der zivilen Krisenprävention, kann sehr schnell übersetzt werden in Ressourcen und in Kräfte, die am Boden ankommen. Anders bei den Streitkräften, wo auch Milliardenpakete sehr lange brauchen, bis am Ende tatsächlich Truppen irgendwo stehen. Frage der Wirksamkeit und wie wir beitragen können, die Wirksamkeit nachzuweisen. Das ist Gott sei Dank in dem neuen Compact wirklich ein sehr wichtiger Schwerpunkt geworden. Das funktioniert natürlich nur, wenn man die politischen Ziele klar hat und wenn die Operationspläne, die gebaut werden, im Hinblick auf diese Ziele Indikatoren hinterlegt sind. Und sicherlich kann man eine Wirksamkeit stärker erreichen, wenn man nicht zu viele Ziele in ein Mandat hineinfüllt, sondern vielleicht an manchen Stellen ein Stückchen pragmatischer ist. Frage zu Klima und Sicherheit. Das ist tatsächlich für alle Organisationen, mit denen CIF zusammenarbeitet, im internationalen Bereich gleich wichtig geworden. Für die NATO, die ein Center ausgegründet hat in Montreal in Kanada, für die OSZE, für die GSVP-Mission, auch für den humanitären Bereich, weil zu evident geworden ist, dass die Klimathemen Auswirkungen haben auf Sicherheit und Stabilisierung. Unsere zivilen Experten in dem Bereich haben eine ganz schöne Größe inzwischen. Ich glaube, wir haben 9, die über unterschiedliche Organisationen hinweg im Einsatz sind. Gleichzeitig sage ich gerne, dass beim Fachkräftemangel in Deutschland sich inzwischen alle um diese Expertise balgen. Aber die Zusammenarbeit von uns mit allen aufnehmenden Einrichtungen ist an der Stelle eng. Und NATO und GSVP, das wird Herr Pötter ausführen können, besser als ich, arbeiten in dem Cluster eng zusammen. Die NATO hat diesen Bereich für sich entdeckt und da gibt es viel Austausch. Letzte Frage nach Beispiel für einen typischen Experten oder eine Expertin. Also stellen Sie sich vor, Sie sind bei der UNO-Büro Generalsekretär und Sie brauchen jemanden, der Ihnen Daten aufbereitet für Foresight. Das ist zum Beispiel eine Sekundierte, die wir in die Nähe des Generalsekretärs platzieren konnten, die sich mit Daten, mit Analytics auskennt und die dann dort mit einem Jahresvertrag, der je nach Budget auch verlängert wird, eingegliedert wird ins System und zuarbeitet. Oder eine Person, die politische Beratungsleistungen liefern kann in der Mission oder strategische Kommunikation beherrscht. Da können Sie sich alle möglichen Aspekte vorstellen, die in so einer Mission auftauchen können. Und es läuft dann eine intensive Vorbereitung, um dieses Personal fit zu machen, im Einsatzrecht schnell zu funktionieren. Wenn Sie das mehr interessiert, wir haben den Tag des Peacekeeping am 22. Juni. Hier auch im Bundestag sind wir sehr glücklich drüber. Und da werden Sie insgesamt 9 Expertinnen und Experten vorgestellt bekommen aus dem BMI, Polizistinnen und Polizisten aus dem BMVG, Soldatinnen und Soldaten und übers CIF die zivilen Kräfte. Und da haben Sie, glaube ich, ein breites Bild von Menschen, die diese Arbeit machen. Vielen Dank. Möchte das jemand ergänzen, Herr Jacobi?
Herr Matschi, Herr Pötter. Okay. Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen. Zunächst mal zu den Fragen, zu der Frage der Strukturen und Systeme. Also das CIF, das kann sich natürlich ein Land wie Deutschland, ja, man möchte fast sagen, leisten. Viele andere Länder haben einfach nicht die finanziellen Mittel, so eine Organisation vorzuhalten. Da gibt es die Bandbreite von einer Person im Außenministerium, die Personal sekundiert, bis hin zu einer hochgradig komplexen Organisation wie zum Beispiel dem Crisis Management Center in Finnland, die für alle sekundierenden staatlichen Institutionen und Ministerien, also Innen-, Außen-, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, eine zentrale Dienstleistungsinstitution gebildet haben. Das kann sich ein Land wie Finnland leisten. Und das setzt natürlich auch einen politischen Willen voraus. Also die Bandbreite dieser Systeme ist sehr groß. Und da gibt es nicht nur eine One Size Fits All, wie man das sagen könnte. Die Frage nach den, und wie lange dauert das? Das ist eine Frage, die ich eigentlich auch gar nicht beantworten kann. Die Strukturen funktionieren ja. Es wird sekundiert, in allen, fast allen 27 EU-Mitgliedsländern wird Personal in die Missionen entsandt. Das muss nur mehr werden. Und deswegen müssen die Strukturen und Systeme zum großen Teil einfach nur besser werden. Ich werde jetzt bei diesem Betreffen, von dem ich sprach, in Stockholm, was morgen und übermorgen stattfindet, werde ich anregen, dass wir einfach sagen, eine Person mehr pro Ministerium beschäftigt sich mit Sekundierung, mit diesen Friedenseinsätzen, dann sind wir, glaube ich, schon ziemlich weit gekommen. Die Frage, ob man, Stichwort mehr Polizisten und Polizistinnen, das nicht gleich europäisch machen kann, das ist eine super Idee, aber dann kann man sich natürlich auch fragen, warum ist das CIF nicht gleich europäisch gegründet worden? Und das liegt wieder an der Struktur oder an dem Charakter der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ein solches zentrales Institut zu gründen, was für alle Mitgliedsländer Sekundierung vorhält. Dafür ist kein politischer Wille für mich im Moment erkennbar. Stichwort Moldau. Im Mandat der Mission ist ja auch sind die Cyberattacken drin. Das heißt, das haben wir schon auf dem Schirm. Ich wollte nur einen kurzen Exkurs machen. Das Personal, was dafür notwendig ist, das finden wir nicht in Ministerien zu Hause in unseren 27 Mitgliedsländern. Das finden wir nur über das CIF und ähnliche Institutionen auf dem freien Markt, wenn Sie so wollen. Das unterstreicht nochmal die Bedeutung auch einer Organisation wie des CIF für Expertise außerhalb vom öffentlichen Dienst. Krisenprävention, Early Warning, ja, das ist die 1-Million-Dollar-Frage, wie kriegen wir Early Response hin? Das ist immer wieder die Frage, aber Krisenprävention, Analyse und Übersetzung in Aktion, das ist auch eine Fähigkeit. Wir haben in Deutschland die Stabilisierungsplattform, wir haben das CIF, wir haben das Auswärtige Amt, wir haben mein kleines Center of Excellence, wir haben eine ganze Menge DGAP und DGVN und you name them, wir haben eine ganze Menge Organisationen. Wir müssen das stärker bündeln und stärker gemeinsam über diese Dinge nachdenken. Das ist auch ein Aspekt des vernetzten Handelns, des integrierten Ansatzes, der auch in der Sicherheitsstrategie betont wird. Kooperation mit dem Vereinigten Königreich, das ist etwas, es ist eine interessante Frage. Die Labour-Partei ist sehr viel offener als noch die Konservativen dazu. Also wenn es irgendwann mal Neuwahlen gibt, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass nicht der Brexit rückgängig gemacht wird, aber die Kooperation in der GSVP möglich wird. Nur muss man da natürlich wissen, die haben wenig Lust, Personal zur Verfügung zu stellen, aber nicht mitzureden bei den Mandaten. Und die Mandate werden eben im Rat der AußenministerInnen beschlossen. Und da hätte dann das Vereinigte Königreich wieder keinen Zugriff. Enquete-Kommission, auch eine sehr wichtige Frage. Sie hatten Afghanistan angesprochen. Ich glaube, dass wir
gerade was Evaluationen angeht, und deswegen finde ich das so großartig, dass das jetzt im Compact drinsteht, ich glaube, dass wir da echt noch wirklich Lessons learnen müssen, darüber, wie wir diese Prozesse Lessons learned aufsetzen. Das machen wir alles schön in einzelnen Ministerien, manchmal auch ein bisschen ministeriumsübergreifend, aber wir machen es nicht europäisch, wir machen es nicht NATO-übergreifend. Das findet in der Form, wie es eigentlich stattfinden müsste, nicht statt. Und deswegen habe ich auch Befürchtungen, wenn wir dann eine Mission in der Ukraine haben, dass wir da einfach zu spät sind mit den Lessons Learned Prozessen aus Afghanistan. Evaluationskriterien, das ist noch ein offenes Buch, ein leeres Blatt. Wir haben da eine Kooperation zwischen Nichtregierungsorganisationen, dem Europäischen Auswärtigen Dienst und einzelnen besonders interessierten Mitgliedsländern, die diese Kriterien entwickeln. Da stehen ein paar im Compact, Effizienz, Efficiency, Effectiveness und so weiter. Aber das ist sehr dehnbar. Diese Kriterien müssen wir noch entwickeln. Ja, das war es eigentlich. Danke. Vielen Dank. Ich gucke mal in die Runde. Gibt es noch Nachfragen? Herr Matschi. Vielleicht noch. Wollten Sie zuerst? Wie Sie möchten. Okay. Vielleicht eine kurze Ergänzung zu der Frage von Herrn Koop nach dem Eingreifen und den Möglichkeiten und wie früh kann man denn eingreifen. Ich glaube, man muss sich immer noch mal bewusst machen, dass die Einsätze, in die wir sekundieren, ja Einsätze sind, die von einer Organisation beschlossen werden müssen. Und die beziehen sich solche Beschlüsse in der Regel auf Konflikte, die ausgebrochen sind oder sozusagen am Horizont erscheinen. Das heißt, wir haben entweder Beschlüsse der OSZE oder der EU oder der UN oder anderer Organisationen, in die wir dann entsenden können. Und ich glaube, man muss neben dieser Frage, was können wir mit zivilen Experten über die Entsendung machen, natürlich dann auch die Frage betrachten, welche diplomatischen Fähigkeiten müssen wir zum Beispiel ausbauen, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und vielleicht mit diplomatischen Mitteln oder mit Mediationsprozessen auf bestimmte sich anbahnende Konflikte frühzeitiger reagieren zu können, nämlich bevor Einsätze notwendig werden. Vielen Dank, Herr Pötter. Vielen Dank. Dann ergänze ich gerne noch zu unserer Bewertung des Compact. Wir hatten ja im April, Mai intensive Verhandlungen über den neuen Compact in Brüssel, auch in enger Abstimmung hier mit allen Akteuren, mit dem CIF, mit dem BMI, mit dem COI. Wir sind da wirklich größtenteils auf einer Linie. Im Ergebnis glauben wir, ist der Compact wirklich ein effektives Instrument, um eben die zivile GSVP reaktionsschneller und auch politisch relevanter zu machen und wirklich die Voraussetzung dafür noch mal zu schaffen für eine Tendenz, die wir jetzt schon sehen mit den Missionen, die angesprochen wurden in Armenien, in Moldau, ne? Missionen, die schneller aufgesetzt werden, die wirklich einen ganz konkreten sicherheitspolitischen Beitrag der EU zur Stabilisierung der Lage vor Ort leisten. Das steht und fällt natürlich mit der Umsetzung. Wir haben gehört, dass die Umsetzung wirklich Verantwortung der Mitgliedstaaten ist. Und hier haben wir eben wirklich 27 verschiedene Systeme, auch 27 verschiedene Ambitionsniveaus. Und Deutschland war in den Verhandlungen zum Compact in einer Mittlerfunktion, hat auch diese Mittlerfunktion ausgefüllt, um eben zu einem Compact zu kommen, der alle mitnimmt. Weil das war eigentlich auch der große Erfolg der letzten 5 Jahre des bisherigen Compact, dass wir wirklich in allen Mitgliedstaaten, egal wie groß deren Beitrag ist, wie viel sie sekundieren, wie die Strukturen sind auf nationaler Ebene, alle Mitgliedstaaten haben das politische Commitment, das politische Engagement und den Wunsch, dort gemäß ihrer Fähigkeiten mitzuwirken an der zivilen GSVP, die zu stärken. Und ich glaube, der neue Compact schafft da die Voraussetzungen mit ganz konkreten Verpflichtungen, konkreten Zeitlinien
um das künftig noch besser hinzukriegen. Und wir wollen es natürlich auf nationaler Ebene auch unterstützen. Und deshalb haben wir ja das Center of Excellence geschaffen. Und das Center of Excellence leistet eben einen ganz konkreten Beitrag, auch zum Beispiel zum Thema Frauenquote. Das war ja auch die Frage. Als Auswärtiges Amt können wir das natürlich politisch unterstützen. Es gibt ja auch den Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung. Aber es steht und fällt natürlich mit den sekundierenden Organisationen, in dem Fall mit dem CIF und mit dem BMI, aber das Center of Excellence mit einem Arbeitsschwerpunkt Erhöhung des Anteils von Frauen in den Missionen, mit dem Frauen-Mentoring-Projekt leistet da eben einen ganz konkreten Beitrag, den wir über das Auswärtige Amt dann eben auch finanzieren. Dann war noch die Frage nach der Kooperation mit der NATO. Die ist natürlich in der zivilen GSVP nicht so unmittelbar, wie wir das eben in der militärischen GSVP bei EUFOR Althea haben. Das ist ja eine GSVP-Operation, die direkt auf NATO-Strukturen zurückgreift. Es gibt natürlich allgemein einen engen Austausch in verschiedenen Formaten zwischen EU und NATO. Ganz konkret, wenn Sie sich die Commitments zur EU-NATO-Kooperation anschauen, da ist natürlich Bekämpfung hybrider Bedrohung, Cybersicherheit, das sind ja ganz konkrete Felder, wo eben dieser Austausch stattfindet. Und das sind ja auch genau die sogenannten neuen Sicherheitsbedrohungen, jetzt nicht mehr ganz so neu, aber Felder, in denen sich die zivile GSVP auch stärker engagieren will. In Zukunft bei der Mission in Moldau sehen wir es schon ganz konkret, da ist es explizit Teil des Mandats. Und da gibt es natürlich eben, wie gesagt, diese Kooperation auch zwischen EU und NATO, dass die zivile GSVP davon dann auch profitieren kann. Vielen Dank. Ich schaue mal in die Runde. Unsere Zeit läuft auch ab mit 16:30 und die Fernsehübertragung endet in diesen Minuten. Ich bedanke mich für das Interesse an den auch der Öffentlichkeit an diesen zwei wichtigen Themen, Deutschland 50 Jahre in den Vereinten Nationen, Mitglied und jetzt nochmal der New Civilian Compact der EU, also einmal die internationale, dann die EU-Perspektive auch auf solche komplexen Vorgänge und Deutschlands Möglichkeiten mitzuwirken. Und ich denke, wir sollten bei Gelegenheit solche Sitzungen auch mal wieder öffentlich machen. Vielen Dank, dass Sie sich deshalb alle bis hierher verfügt haben. Ich bedanke mich auch für das Interesse unserer Gäste, die wir nicht sehen, und wünsche Ihnen allen dann noch einen schönen restlichen Sommertag. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, tschüss.